Irgendwo in den Gilgara-Bergen, Irland, Ende des 18. Jahrhunderts. Hallo, Colonel. Jack! Ist das etwa Geld, was ihr da zählt? Wie habt ihr... ich euch gefunden habe? Och, das war ganz leicht, Sir. Ich brauchte nur euren überdeutlichen Spuren zu folgen. Und was wollt ihr? Na, was wohl, hä? Das da ist ein hübsches Sümmchen. Seid ihr allein? Mutterseelen allein, Sir. So seid ihr entweder der gerissenste Kerl, den ich kenne, oder ziemlich dumm. Ich tippe auf Letzteres. Keine falsche Bewegung, Colonel. Dumm bin ich nämlich nicht. Kommt, kommt! Zieht eure Pistole aus dem Gürtel und werft sie zu mir herüber. Aber schön langsam und bedächtig, sonst sitzt euch meine Kugel im Herzen. Damit werdet ihr nicht durchkommen, Jack. Ihr auch nicht, Colonel. Ihr seid zwar ein raffinierter Hund, aber wenn ihr mir weismachen wollt, dass ihr die Kasse nur deshalb hier heraufgeschafft habt, um das Geld zu zählen und zuzuteilen, dann müsst ihr euch schon etwas Besseres einfallen lassen. Ihr wisst, dass ich den Sold für die ganze Kompanie zu verwalten habe. Ich werde das Geld schon rechtzeitig ausgeben. Ja klar. Ausgeben wollt ihr es. Deswegen habt ihr euch auch mit dem gesamten Zaster in die Berge zurückgezogen. Und hier seid ihr nun, sitzt da, zählt alles in Ruhe durch und teilt jedem seinen Anteil zu. Ganz der vertrauenswürdige Offizier und Gentleman. Wo behaltet ihr mich, verdammter Mistkerl? Ich hatte euch schon lange in Verdacht und heftete mich daher an eure Fersen. Ich habe euer kleines Spiel durchschaut. So einfach ist das. Ha! Ihr seid ein Mann ohne Ehre, Jack. Wenn ihr euch wenigstens in einem ehrlichen Kampf stellen würdet, dann... Ehrlicher Kampf? Mit einem habgierigen Lumpen wie euch. Aber nun gut, zieht euer Rapier. Wollen sehen, wer von uns der Bessere ist. Ihr seid besiegt, Colonel. Erkennt ihr das an? Stoß zu, Mann. Lasst mich aus. Ich kann die Schande nicht ertragen, von euch besiegt worden zu sein. Nein. Damit werdet ihr leben müssen. Ich mag durch das hier jetzt ein Outlaw sein, aber ich bin kein Mörder. Ich werde das Geld an mich nehmen, damit die es bekommen, denen es zusteht. Lebt wohl, Colonel. Bleibt hier, verdammter Mistkerl! Bleibt hier! Ich werde euch jagen. Ich werde euch wie ein gemeines Wild hetzen und zur Strecke bringen. Ich werde euch zu fassen bekommen. Und wenn ihr euch in Luft auflösen solltet, habt ihr gehört? Ich rieche euch noch, elender Bastard. Und mache ich euch fertig. Ich werde euch alles nehmen, was ihr liebt. Und erst ganz zum Schluss, wenn ihr darum bettelt, werde ich euch den Todesstoß versetzen. Habt ihr gehört? Ich schwör's euch zu. Ich kriege euch. Puzzlecat Entertainment präsentiert Sherlock Holmes und Dr. Watson, der Fall Oldfield. Ein ganz spezielles Sherlock Holmes Intermezzo aus den bisher noch unveröffentlichten Fallnotizen des Dr. John Hamish Watson.
In einem irischen Pub in Kilburn, nähe High Road, in der Grafschaft Greater London, London, England. Am 31. Oktober 1897, abends. Marcus. Marcus Grover Conrad. John? John Hamish Watson. Conrad breitete die mächtigen Arme aus, als wolle er mich zur Begrüßung erst einmal so richtig umschlingen, herzen und drücken. Er besann sich dann aber doch angesichts der Situation schnell eines Besseren. Ach, ist das schön, dich wiederzusehen, alter Junge. Auch wenn der Anlass ein wenig schöner sein dürfte. Tja, wir sind natürlich so schnell gekommen, wie es uns möglich war, Marcus. Darf ich dir meinen Freund, den großen Sherlock Holmes, vorstellen? Ich wendete mich um und deutete auf den Detektiv, der direkt hinter mir kam. Willkommen, Mr. Holmes. Es ist mir eine Ehre. Ihre Referenzen sprechen für sich. Conrad deutete eine Verbeugung an. Holmes winkte kühl ab. Verlieren wir keine unnötige Zeit mit Formalitäten, Dr. Conrad. Ihre Nachricht war nur kurz. Was ist geschehen? Da rang der Angeredete äußerst betroffen die Hände. Etwas, womit hier heute Abend niemand gerechnet hat, meine Herren. Darf ich Sie direkt zum Tatort führen? Wir bitten darum, Doktor. Wir hatten, obwohl es sich um den Vorabend zum Fest aller Heiligen handelte, noch in derselben Stunde den Spätzug von Charing Cross nach Kilburn genommen. Da uns mein alter College-Freund und späterer Kollege am St. Bartholomew's, Dr. Marcus Conrad, per Telegramm gebeten hatte, augenblicklich zu ihm zu kommen, es sei etwas Schreckliches passiert, was er sich nicht erklären könne. Er benötige unbedingt unsere Hilfe. Kilburn liegt in der Grafschaft Greater London, etwa 3,5 Meilen nordwestlich von Charing Cross und überspannt im Osten den Bezirk Camden und im Westen den Bezirk Brent. Doch das eigentlich Interessante und, wie wir im Folgenden noch feststellen würden, das Wichtigere war, dass Kilburn die größte irische Bevölkerung von London hat. Entsprechend erwartete uns an der angegebenen Adresse ein traditioneller irischer Pub, der allerdings größer war als die sonstigen Etablissements, die ich so kannte. Es gab hier sogar eine ausgedehnte Tanzfläche, die allerdings im Moment leer war. Auch die Musik schwieg auffällig. Die Menschen saßen und standen an den Seiten und in den Ecken, teilweise teilnahmslos vor sich hin starrend, teilweise heftig gestikulierend und fassungslos diskutierend. Es waren auch Kinder anwesend, die kreidebleich waren und denen eindeutig ein Riesenschrecken in die Glieder gefahren war. Sie wurden von besorgten Müttern und Vätern umarmt, festgehalten und tröstend gestreichelt. Es musste eine Feier stattgefunden haben, so viel konnte ich den Wortfetzen, die an unsere Ohren drangen, entnehmen. Und diese war durch ein schockierendes Erlebnis unterbrochen worden. Wir haben hier heute Abend unser traditionelles Halloween-Fest gefeiert, müssen Sie wissen. Er führte uns in einen Nebenraum, in dem 3 große Fässer standen, die mit Wasser gefüllt waren, worauf Äpfel schwammen. Eigentlich ist das ein harmloses, friedliches und fröhliches Treiben, vor allem für die Kinder. Sie spielen dann immer das berühmte Schnapp-den-Apfel-Spiel. Und weiter? Nun, es verlief so lange in normalen Bahnen, bis eines der Kinder aus diesem Raum hier einen lauten Schrei ausstieß. Wir kamen natürlich sofort hinzu und bemerkten, dass das Kind geschockt auf die Wasseroberfläche eines Fasses starrte, aus dem es gerade einen Apfel hatte mit den Zähnen schnappen wollen. Ich verstehe immer noch nicht, weswegen hat das Kind so panisch geschrien? Sehen Sie selbst, Sir. Ich habe, da ich durch Johns Erzählungen Ihre Gepflogenheiten kenne, dafür gesorgt, dass alles unverändert so geblieben ist, wie wir es vorgefunden haben. Sehr lobenswert, Doktor. Dann trat er vorsichtig näher und spähte in das Fass, das ihm Conrad bezeichnet hatte. Das ist ja hochinteressant. Watson. Holmes. Werfen Sie doch bitte auch einmal einen Blick hier hinein. Wie Sie wünschen. Ich trat näher, tat, wie mir geheißen, und fuhr augenblicklich erschrocken zurück. Aus dem Fass starrten uns, direkt unter der Wasseroberfläche und teilweise verdeckt von schwimmenden Äpfeln, die weit aufgerissenen, schreckgeweiteten Augen eines Toten an. Mein Gott! Wie? Exakt, Watson. Wie kommt diese Leiche in dieses Apfelfass? Das ist hier das große Rätsel, weshalb uns Ihr alter Schulfreund wohl hergebeten hat. Ist es nicht so, Dr. Conrad? Ja. Wann haben Sie die Leiche entdeckt? Vor etwa 2 Stunden. Ich habe anschließend gleich den Tatort gesichert, telegrafiert und dann auf Sie beide gewartet. Wieso haben Sie nicht Scotland Yard alarmiert, Doktor? Das müssen Sie verstehen, Mr. Holmes. Wir sind Iren und es ist Halloween. Jeder Polizist wird das für einen entsprechenden Scherz oder Streich halten und sich gar nicht erst auf den Weg machen. Verstehe, verstehe.
Nichtsdestotrotz müssen wir die Behörden informieren. Allein schon, um die Identität dieser Leiche zu ermitteln. Oder weißt du, um wen es sich dabei handelt, Marcus? Nein, tut mir leid. Das Wenige, was man durch das Wasser erkennen kann, deutet auf niemanden hin, den ich kenne. Gut. Watson, seien Sie bitte so gut und suchen Sie das nächste Telegrafenamt auf. Bitten Sie Gregson Lestrade oder wer auch immer Dienst hat hierher. Wenn Sie es tun, wird man es nicht für einen Scherz oder einen Streich halten. Natürlich, Holmes. Ich werde das umgehend besorgen. Ja, und beeilen Sie sich! Wir können hier nichts weiter tun, bis die Beamten den Fall aufgenommen haben. Auch die Leute können hier nicht weg, solange sie nicht befragt und ihre Personalien nicht aufgenommen worden sind. Tja, dann stellen wir uns besser auf eine lange Nacht ein, alter Freund. Marcus, wo befindet sich hier das nächste Telegrafenamt? Circa 300 Meter die Straße hinauf. Ich weiß aber nicht, ob es noch geöffnet ist. Tja, dann hoffen wir das Beste. Damit wendete ich mich um und verließ den Pub. In der kleinen Hütte von Jack und Jenny Oldfield, am Fuß der Gilgarra-Berge, Irland, Ende des 18. Jahrhunderts, abends. Hier, Jenny, sieh mal. Was ist das? Das ist der Sold für den letzten Monat. So viel? Das sieht eher aus wie der Sold für die ganze Kompanie. Jack Oldfield, sag mir die Wahrheit. Woher hast du das? Habe ich Colonel Farrell abgenommen. Du hast... Was? Bist du noch zu retten? Dieser Dreckskerl hat es sich mit dem ganzen Zaster aus dem Staub gemacht. Ich bin ihm bis in die Berge gefolgt und habe ihn da gestellt. Stell dir vor, er hatte ein Lagerfeuer angebrannt und zählte in aller Ruhe die Scheine. Das ist ja ungeheuerlich. Du hast ihn doch nicht... Nein, nein. Sowas mache ich nicht. Und wieso nicht? Er wird dich jagen, das ist dir doch klar. Soll er? Dann wird er sich verantworten müssen. Der sich verantworten? Mit absoluter Sicherheit nicht. Dich, ach was, uns wird das in Schwierigkeiten und in Verruf bringen. Moment mal, Jenny. Ich bin hier nicht der Böse. Ich sorge lediglich für Gerechtigkeit. Wo ist der Kleine? Er übernachtet heute bei deinem Bruder. Gut. Ich will nicht, dass er davon erfährt. Was hast du vor? Ich werde das Ding morgen früh mit ins Fort nehmen und dem Zahlmeister übergeben. Gott, bist du naiv. Ja, glaubst du denn, man wird dich nicht fragen, woher du das Geld hast? Farrell ist ein verdienter Offizier. Wenn du den anzeigst, wird man dir nicht glauben. Im Gegenteil. Man wird seine Geschichte als richtig annehmen und dich aufknüpfen. Und was wird dann aus mir? Was wird aus dem Kleinen? Mach dir keine Sorgen, Jenny. Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird, oder? Ich bin fest davon überzeugt, dass, wenn ich morgen die Kiste übergebe, mein Wort gegen das des Colonels steht, falls es hart auf hart kommt. Du glaubst das wirklich nicht, wahr? Oh, Jack, manchmal wünschte ich mir, du hättest ein wenig mehr Verstand. Ich habe Verstand, Jenny. Mehr, als du mir zubilligst. Sollen wir etwa zulassen, dass unser Sohn in einer Welt groß wird, in der Leute wie Farrell ihm das Leben nach eigenem Gutdünken zur Hölle machen können? Colonel hin oder her, gerade er muss sich an die Gesetze und die Regeln halten. Und wenn er das nicht tut, muss er, genauso wie jeder andere auch, zur Rechenschaft gezogen werden. Jack, du verstehst nicht, wie diese Welt funktioniert. Du wirst damit nicht durchkommen. Doch, das werde ich, Jenny. Vertrau mir. Ach, Jack. Ich vertraue dir ja. Aber ich werde dir auch nie etwas vormachen.
Was du hier getan hast, war falsch. Und du wirst es schwer haben, das wieder gerade zu biegen. Wie du meinst. Lass uns nun essen. Danach werde ich mich aufs Ohr hauen, denn ich muss morgen früh fit und ausgeruht sein. Ich liebe dich, Jack. Bei allem, was passiert, vergiss das nie. Alles, was ich tue und tun werde, ist nur zu unserem Besten. In einem irischen Pub in Kilburn, nähe High Road in der Grafschaft Greater London, London, England, am 31. Oktober 1897, etwas später am Abend. An diesem Abend hatte Frederick George Eberlein Dienst, was er keinesfalls genoss, wie man an seiner Laune nur zu überdeutlich wahrnahm, nachdem er einige Zeit später mit einer kleinen Einheit Polizisten den Pub betrat. Er war der leitende Detective des Ermittlerteams um die berühmt-berüchtigten Ripper-Morde gewesen, von denen später noch zu reden sein wird. Wir kannten ihn schon aus dem Fall um den Cleveland-Street-Skandal. Holmes schätzte ihn sehr. Ja, er war in gewisser Hinsicht sogar schon so etwas wie ein Bewunderer seiner Arbeit, zumindest was die Ripper-Sache betraf. Guten Abend, meine Herren. Holmes lächelte unergründlich. Guten Abend, Inspektor. Schön, dass Sie so schnell kommen konnten. Man tut, was man kann, Mr. Holmes. Wo ist die Leiche? Gleich hier, wenn Sie uns bitte folgen wollen. Natürlich. Darf ich empfehlen, dass Ihre Kollegen schon einmal damit beginnen, die Daten der Anwesenden zu erfassen und sie zu befragen? Damit wir sie schnellstmöglich entlassen und nach Hause schicken können? Wieso diese Eile? Und wer sind Sie eigentlich? Conrad, mein Name. Dr. Marcus Conrad. Es sind eine Menge Kinder hier, die wir doch nicht allzu lange dieser Sache aussetzen sollten, nicht wahr? Allerdings, das sehe ich ebenso. Constable Hanks! Jawohl, Sir. Nehmen Sie sich die Sergeants Tackle und Barry und beginnen Sie mit der Vernehmung der Anwesenden. Natürlich, Sir. Sofort, Sir. Er wendete sich wieder in unsere Richtung, bedachte sich jedoch kurz und drehte sich erneut um. Constable! Yes, Sir? Und halten Sie die Sergeants an, entsprechend vorsichtig zu Werke zu gehen. Wir sollten die anwesenden Kinder nicht noch mehr verschrecken, als sie es ohnehin schon sind. Sie kennen ja das Temperament der beiden. Selbstverständlich, Sir. Ich kümmere mich darum. Verstehe mich? Dann ab dafür. Während die Sergeants ihre Tätigkeit aufnahmen, führten wir den Inspektor zu dem Apfelfass im angrenzenden Raum und ließen ihn einen Blick hineinwerfen. Ach was. Na, sieh mal einer an. Wie darf ich diese Reaktion deuten, Inspektor? Wundern Sie sich lediglich über die Art und Weise des Mordes oder kennen Sie den Mann? Scharfsinnig wie immer, Mr. Holmes. Wie der Mann hier zu Tode kam, steht ja noch gar nicht fest. Tja, das ist richtig. Das muss die Obduktion erst noch ergeben. Korrekt, Doktor. Und ja, ich kenne den Mann in der Tat, Mr. Holmes. Es handelt sich um Jacob, genannt Jack Oldfield. Einen unter den Iren sehr bekannten, ausgemachten Sonderling, der allerdings noch nie straffällig geworden ist, wenn man einmal von Trunksucht und gewissen Lügengeschichten, die er gerne erzählt hat, absieht. Lügengeschichten? Ja, Doktor. Ganz in der Art dieses Barons von Münchhausen, falls Ihnen das etwas sagt. Baron von Münchhausen? Ich musste zugeben, dass mir dieser Name nichts sagte. Er klang aber deutsch. Hieronymus Karl Friedrich Freiherr von Münchhausen, Watson. Ein deutscher Adeliger, der im 18. Jahrhundert lebte. Richtig, Mr. Holmes. Er war bekannt für seine Lügengeschichten, mit denen er, ganz in der Tradition des klassischen Altertums, seine Zeitgenossen begeisterte. So. Tja, war ich denn wieder mal der Einzige, der nichts von all dem kannte und wusste? Holmes kniff die Augen zusammen. Es ist jedenfalls äußerst interessant.
Welcher Art waren denn diese Lügengeschichten? Nun, er setzte sich gerne in Pubs, wie diesen hier, und erzählte den Anwesenden Schauermärchen. Häufig nutzte er die Tatsache, dass er denselben Namen trug wie Jack O'Lantern aus der Legende. Jack O'Lantern? Und wieder musste ich peinlich berührt mein Unwissen zugeben. Du kennst dich wohl nicht so mit unseren irischen Traditionen aus, was, John? Nein, meine Vorfahren waren Schotten, Marcus. Tut mir leid. Nun, es gibt bei uns das Brauchtum, dass die Kinder an Halloween einen Kürbis aushöhlen, eine Fratze hineinschneiden und ihn vor die Haustür stellen. Vermittels einer Kerze, die im Innern des Kürbis platziert wird, ist das Schreckgesicht weithin sichtbar. Und diesen Kürbis nennen wir Jack-O-Lantern. Das soll wohl böse Geister abschrecken, wie? Genau. Der Name geht auf eine alte Legende zurück, nachdem ein böser alter Hufschmied aus Blarney, County Cork, Irland, den Teufel besiegte. Und dieser Hufschmied hieß eben auch Jack Oldfield. Und da der Glaube weit verbreitet ist, dass in der Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November, also gerade im Moment, die Toten sich aus ihren Gräbern erheben und unter den Lebenden wandeln, stellt man zur Abschreckung dieser Schauergestalten diese Kürbisse auf, Doktor. Sie wollen also sagen, dass heute Nacht die Hölle quasi Ausgang hat? Ist das Ihr Ernst, meine Herren? Was für ein Unsinn! Holmes knetete derweil nachdenklich seine Unterlippe. Wie hat er diese Namensgleichheit denn genau genutzt? Nun, er erzählte den Leuten im Ton der größten Überzeugung, er sei dieser Jack O'Lantern. Und er müsse bis zum jüngsten Tag als Untoter auf Erden wandeln. Das sei seine Strafe. Untoter? Das wurde ja immer besser. Nosferatu, John. Du hast doch schon davon gehört, oder? Marcus wirkte dabei sehr ernst. Er nahm wohl an, dass ich auch das nicht wusste. Natürlich. Profaner Aberglaube von der schlimmsten Sorte. Nichts weiter. Jedenfalls hat Oldfield immer wieder diese alte Legende erzählt und in den schillerndsten Farben ausgemalt. Könnte man in diesem Fall von einer Manie oder einer fixen Idee sprechen, Watson? Tja, ich denke schon, Holmes, obwohl ich kein Spezialist für Nervenheilkunde bin. Vergessen Sie bitte nicht, dass er darüber hinaus auch immer wieder neue Geschichten hinzuerfand, in denen er sein Dasein als Untoter beschrieb. Schaurige, gruselige, schreckliche Geschichten, die man in der Regel in langen Winternächten am heimischen Herd den Kindern erzählt. Ja, und nun ist er tatsächlich selbst Teil einer solchen Gruselgeschichte. Und zwar in Form des Opfers. Ja. Welch Ironie des Schicksals. Sagen Sie, Dr. Conrad, woher stammen eigentlich diese Fässer, die für das Schnapp-den-Apfelspiel benutzt werden? Das sind Whiskyfässer. Sie gehen nach dem Fest wieder zurück an die Brennerei. Welche ist das? Die Kilburn Distillery Company Limited. Nie gehört. Aber Sie sagen Whisky. Also wird dort irischer Whisky produziert? Das ist korrekt. Auf der High Road gibt es eine Tavern, die unter diesem Namen ihren eigenen Whisky herstellt. Und da es sich, wie für Kilburn nicht anders zu erwarten, um eine irische Brennerei handelt, wird dort auch echter irischer Whisky destilliert. Bemerkenswert. Wirklich äußerst bemerkenswert. Eine irische Brennerei, die mitten in London irischen Whisky herstellt. Es gibt nichts, was es nicht gibt, Mr. Holmes. Hat diese Destillerie noch einen anderen Namen? Der Meisterdetektiv ließ sich nicht ablenken. Er war wieder einmal ganz in seinem Element. Wieder antwortete Marcus sehr schnell. Sehr schnell und sehr ernst. Unter den Ortsansässigen wird sie einfach The Cock genannt. The Cock? Das ist, nun, wie soll ich es ausdrücken? Höchst zweideutig. Adresse? 125 High Road. Conrad erweckte den Eindruck, als kenne er die Fragen meines Freundes bereits im Vorhinein. Danke. Ach, Watson, Sie schreiben mit, ja? Natürlich, Holmes. Hier, sehen Sie. Sehr gut. Die Fässer wurden sicher leer geliefert. Nicht wahr, Dr. Conrad? Natürlich. Wir müssen sie auch wieder entleert zurückgeben. Waren Sie bei der Lieferung zugegen? Da ich diese Feier hier als Hauptverantwortlicher mitorganisiere, ja. Holmes machte ein paar Schritte in den Raum hinein und drehte sich dann auf der Ferse wieder herum. Gehe ich richtig in der Annahme, dass die Fässer alle leer waren, als Sie hier ankamen? Er schaute den Angeredeten nicht direkt an.
Gewiss, Mr. Holmes, eine Leiche hätten wir darin sicherlich bemerkt. Mit Verlaub, aber das ist sehr zynisch, Marcus. Wie soll ich denn auf eine solche Frage deiner Meinung nach sonst reagieren, John? Das Ganze schien ihn doch mehr mitzunehmen, als er zunächst hatte erkennen lassen. Ich winkte ab. Schon gut, alter Junge, schon gut. Ich kann dich ja verstehen. Wann wurde das Wasser in die Fässer eingefüllt? Heute Nachmittag, kurz vor Beginn der Feierlichkeiten. Und die Äpfel? Das war wieder so eine typische Holmes-Frage, deren Sinn ich, wie so oft, nicht sofort verstand. Denn es war doch davon auszugehen, dass die Äpfel unmittelbar nach dem Befüllen hineingegeben worden waren. Die wurden direkt danach hinzugegeben. Und wie lange waren die Fässer danach in diesem Raum unbeaufsichtigt? Etwa eine Stunde. Dann haben wir ja wenigstens die Tatzeit. Ich hob in einer eher hilflosen Geste die Arme. Irrtum, Watson. Wir haben lediglich den Zeitraum, in dem die Leiche in dieses Fass appliziert wurde. Sie glauben, Mr. Holmes, dass dieser Oldfield schon tot war, als er in dieses Fass verfrachtet wurde, nicht wahr? Ich glaube gar nichts. Ich halte es lediglich für relativ unwahrscheinlich, dass der Mann freiwillig in dieses Fass stieg und sich ohne Gegenwehr ersäufen ließ. Nun, eine verlässliche Information zur Klärung dieses Sachverhalts wird letztlich erst die Autopsie ergeben. Elementar, Inspektor. Haben Sie noch Fragen? Nein, gegenwärtig nicht. Ich möchte gerne die Ergebnisse der Zeugenbefragung abwarten. Und mich interessiert die Todesursache. Gut, dann bleibt uns wohl tatsächlich nichts weiter als abzuwarten. Tja, dann scheidet die Brennerei als Tatverdächtiger also aus? Natürlich werden meine Männer auch dort vorbeischauen, um die Geschäftsleitung zu den Fässern zu befragen, Doktor. Aber ich denke nicht, dass wir viel erfahren werden. Das denke ich auch nicht. Dr. Conrad, wir dürfen uns empfehlen. Im Moment sehe ich nichts, was wir hier noch tun könnten. Conrad neigte zustimmend den Kopf. Aber selbstverständlich, Mr. Holmes. Inspektor, dürfen wir hoffen, dass Sie uns über die Ermittlungsergebnisse auf dem Laufenden halten werden? Der Inspektor zuckte mit den Schultern. Da Dr. Conrad Sie hier ja zuerst hinzugezogen hat, im Übrigen aus durchaus nachvollziehbaren Gründen, wie ich leider feststellen muss, freue ich mich auf die Zusammenarbeit. Holmes grinste breit. Zum ersten Mal an diesem Abend, wie ich überrascht feststellte. Sehr schön, Inspektor. Sie finden uns in der Baker Street 221B. Guten Abend, die Herren. In der kleinen Hütte von Jack und Jenny Oldfield am Fuß der Gilgarra-Berge, Irland, Ende des 18. Jahrhunderts, am nächsten Morgen. Öffnen! Sofort! Sonst schlagen wir die Tür ein. Jenny, schnell, meinen Säbel! Jenny! Wo ist mein Rapier? Farrell? Jenny! Was ist hier los? Nehmen Sie Ihre dreckigen Pfoten von meiner Frau! Jenny, wehr dich doch! Warum lässt du dir das gefallen? Lass sie sofort los, elende Verbrecher! Sonst schieße ich euch ein Loch in den Kopf! Das ist mein voller Ernst! Und dann, Outlaw, dann werdet ihr von diesen Soldaten hier erschossen. Und eure Familie wird zur Abschreckung öffentlich hingerichtet. Keine Bewegung, Kameraden. Der Colonel wollte euren Sold klauen. Deshalb sind wir hier. Habt ihr eigentlich noch euer Rapier, Outlaw? Es wird schon irgendwo liegen. Hier ist es. Eure Frau war so nett, es mir auszuhändigen. Jenny? Ihr hättet mich umbringen sollen, als ihr die Chance dazu hattet, Outlaw. Ihr wisst doch, was ich euch geschworen habe. Oder? Oh ja. Nun,
So seht her. Nein! Was zum... Nein! Wieso? Um ein solches Weib ist es nicht schade, Outlaw. Sie hat nämlich heute Nacht Wasser in eure Pistolen getan. Vielen Dank für alles, meine Liebe. Ihr wart sehr hilfreich. Aber leider habt ihr nun keinen Nutzen mehr für mich. Im Gegenteil. Ich hätte euch zwar gerne noch bestiegen und euch solchermaßen beglückt, aber wer weiß, vielleicht hättet ihr mich ja genauso verraten wie euren Ehemann. Fahrt zur Hölle. Nach euch und gute Reise. Schnappt ihn! Ein guter Stahl. Ich werde sicherlich eine gute Verwendung für ihn finden. Wisst ihr, Outlaw, als nächstes knöpfe ich mir wohl euren kleinen Jungen vor. Ich freue mich schon, denn es gibt eine Menge Dinge, mit denen man Kindern eine Freude machen kann. Dabei fällt mir ein, wo ist der kleine Racke eigentlich? Ihr wollt es nicht sagen? Nun, ich finde es ganz bestimmt heraus. Er soll unbedingt zusehen, wenn sein Vater baumelt. Führt ihn ab und legt ihn in Ketten, Männer. Vergesst nicht, er wollte euch um euren Sold betrügen. In den Räumlichkeiten von Sherlock Holmes und Dr. Watson, Baker Street 221b, London, England, am 1. November 1897, morgens. Nun, Holmes, ich hoffe, die Sache von gestern Abend ist Ihnen nicht auf den Magen geschlagen. Was sagten Sie, Watson? Während wir tags darauf mit dem Frühstück beschäftigt waren, hatte sich der große Meisterdetektiv, wie gewöhnlich, in seine Zeitung vergraben und noch kein einziges Wort gesagt, seit ich unser Wohnzimmer betreten und mich zu ihm gesetzt hatte. Jetzt sah er überrascht und etwas fahrig auf. Holmes, Sie sind ja mal wieder voll und ganz bei der Sache. Wie steht's, bester Watson, wenn ich die Details studiere? Das versteht sich doch von selbst. Das meinte ich aber nicht. So, was denn dann? Ich verlieh lediglich meiner Hoffnung Ausdruck, dass Ihnen die Sache von gestern Abend nicht allzu sehr auf den Magen geschlagen ist, alter Freund. Ach, die Physalis-Marmelade unserer Mrs. Hudson. Ach, welch ein Genuss. Nein, nein, Watson. Nein, eher im Gegenteil. Ein solcher Fall regt, wie Sie bekanntlich wissen, meine geistige Tätigkeit ungemein an. Und wie denken Sie nun darüber? Immerhin haben Sie es gestern Abend auf dem Nachhauseweg vorgezogen, zu schweigen. Beharrlich zu schweigen, wenn ich das einmal besonders betonen darf. Watson, Watson. Sie wissen doch genau, dass ich meine Zeit brauche, um alle Details eines Falls zu sortieren und in ein Gesamtbild einzuordnen. Nanu? Was denn, Holmes? Da kommt Besuch, Doktor. Besuch? Ach, muss das jetzt sein?
Wir sind doch noch am Frühstück. Ich glaube nicht, dass wir Ihr Frühstück unterbrechen müssen, alter Freund. Denn wenn ich die Schritte auf der Treppe richtig deute, dann sind das Inspektor Aberline und dieser Constable. Wie hieß er doch gleich? Hanks, Holmes. Hanks. Richtig. Herein. Ich tupfte mir mit der Serviette den Mund ab. Tatsächlich, ach, was wunderte ich mich eigentlich noch nach all den Jahren, traten Inspektor Aberline und Constable Hanks ein. Guten Morgen, die Herren. Oh, wir wollten keineswegs beim Frühstück stören. Tun Sie nicht, Inspektor, tun Sie nicht. Ich habe mein Frühstück bereits eingenommen und bin lediglich mit dem täglichen Studium der Times beschäftigt. Nicht wahr, Doktor? Natürlich, Holmes. Natürlich. Also, ist es in Ordnung, wenn wir Sie belästigen? Sie belästigen uns doch nicht, meine Herren. Nein, nein. Aber nehmen Sie doch Platz. Ich wies auf die beiden bequemen Sessel, von denen der eine mir in der Regel am Abend zur Verfügung stand, während der andere üblicherweise Holmes Ablagefläche für die unterschiedlichsten Gegenstände darstellte. Interessanterweise war das Möbel frei, was mir den Eindruck aufnötigte, dass mein Freund bereits mit einem entsprechenden Besuch gerechnet hatte. Vielen Dank. Danke. Die beiden Polizisten setzten sich. Aberline fixierte Holmes und Hanks sah sich neugierig im Zimmer um. Gehe ich recht in der Annahme, dass es erste Erkenntnisse im Fall Oldfield gibt, Inspektor? In der Tat, ja. Wir versprachen Ihnen ja gestern Abend, Sie auf dem Laufenden zu halten. Dann nur zu, meine Herren. Gut. Zunächst wird Ihnen Constable Hanks berichten, was er bei der Vernehmung der Anwesenden in Erfahrung bringen konnte. Holmes nickte Hanks aufmunternd zu. Dann legte er die Fingerspitzen aneinander und schloss die Augen. Sein typisches Verhalten, wenn es galt, Fakten in sich aufzunehmen und zu verarbeiten. Der Constable setzte sich zurecht. Nun, Sir, bei dem Toten handelte es sich dem Benehmen nach um besagten Jack Oldfield, wie der Inspektor gestern Abend ja bereits festgestellt hat. Er war einigen der Anwesenden durchaus bekannt, wenngleich sein Ruf auch nicht der beste zu sein scheint. Verstehe ich? Wie meinen Sie das, Constable? Nun, einige der Anwesenden gaben an, dass sie ihn zwar kannten, er ihnen aber, Zitat, nicht geheuer sei. Da er immer und überall diese merkwürdigen Geschichten zum Besten gäbe und sich dafür, also fürs Erzählen, vom besten irischen Whisky ausgeben ließ. Interessant. Und weiter? Weiterhin gaben einige der Gäste an, mit Oldfield an diesem Abend gerechnet zu haben, da seine Geschichten am besten zum alljährlichen Halloween-Fest passen würden. Er ist wohl auch eingeladen worden. Er war eingeladen? Jawohl, Sir. Eingeladen. Verstehe mich? Konnten Sie in Erfahrung bringen, wer ihn eingeladen hat? Das konnte mir niemand genau sagen. Allerdings vermuten die meisten, dass die Einladung durch die Organisatoren des Festes ausgesprochen worden war. Tja, das würde ja dann bedeuten... Dass uns Ihr alter Freund Dr. Conrad angelogen hat. Ja, ja, ganz recht, Watson. Also das ist doch... Gemach, Doktor. Sie erinnern sich doch sicherlich daran, dass Conrad, Zitat, diese Feier als Hauptverantwortlicher mitorganisiert hat. Elementar, lieber Aberline. Das implementiert noch weitere Mitglieder eines Organisationsteams oder Festkomitees oder wie Sie es zu nennen belieben. Ich habe bereits damit begonnen, die Namen und Adressen der anderen Mitorganisatoren zu ermitteln. Dann kann es also doch sein, dass Marcus nichts mit alledem zu tun hat? Natürlich ist das möglich. Wenn auch nicht sehr wahrscheinlich. Den Rest der Geschichte kennen Sie ja dann, meine Herren. Moment. Wurde Oldfield von den Anwesenden noch lebend gesehen oder tauchte er erst gar nicht auf der Feier auf? Gute Frage, Mr. Holmes. Sehr gute Frage. Genau auf den Punkt, möchte ich sagen. Diese Äußerung, in aller Begeisterung ausgesprochen, war dem Inspektor wohl unkontrolliert entfahren, denn es war ihm sofort wohl peinlich zu tun, dass er sich zu so einem Ausbruch hatte verleiten lassen. Holmes nickte angelegentlich. Danke, Inspektor. Nun, Constable? Nein, Sir, er ist von niemandem gesehen worden. Man hat ihn aber wohl auch nicht aktiv erwartet. Verstehe mich? Wieso vermuten Sie das, Constable? Nun, Sir, das war so mein Eindruck, den ich während der Befragung gewonnen. Man kannte Jack Oldfield zwar, aber man rechnete nicht zwingend mit seinem Erscheinen, obgleich er wohl so etwas wie eine lokale Berühmtheit war. Eindruck?
Was haben Sie noch hinzuzufügen, Inspektor? Im Wesentlichen zwei Dinge. Na, dann lassen Sie sich nicht lange bitten, Sir. Zum einen hat die Autopsie ein interessantes Ergebnis zutage gefördert. Nun? Oldfield wurde erstochen. Man hat ihm eine lange Klinge, aller Wahrscheinlichkeit nach so etwas wie einen Degen, genau ins Herz getrieben. Anschließend hat man ihm die Kehle geöffnet und ihn im wahrsten Sinne des Wortes ausbluten lassen. Das geschah allerdings nicht in den Räumen des Pubs in Kilburn, nehme ich an. Nein. Meine Männer haben alles auf den Kopf gestellt und nirgendwo Spuren einer solchen Bluttat gefunden. Unglaublich. So muss die Leiche also bereits in diesem blutleeren Zustand in das Fass verbracht worden sein. Hat der Untersuchungsbericht noch etwas Ungewöhnliches ergeben, Inspektor? Ja, hat er. Der Schnitt, mit dem die Kehle durchtrennt wurde, ist derart fachgerecht durchgeführt worden, dass man den Eindruck gewinnen konnte, dass es sich hier entweder um einen Chirurgen oder um einen Schlachtmeister gehandelt haben muss. Marcus ist Chirurg. Und ein sehr guter, wenn ich das mal so sagen darf. In meinem Hals wuchs ein Kloß heran, der mir das Schlucken erschwerte. Solange wir keinerlei Beweise haben, sind Verdächtigungen dieser Art wenig hilfreich. Was ist das Zweite, was Sie berichten wollten, Inspektor? Wir haben in Erfahrung gebracht, dass Jack Oldfield verheiratet war. Er lebte mit seiner Frau in Kilburn. Allerdings am anderen Ende des Stadtteils. Wir haben uns natürlich noch am selben Abend auf den Weg zu dem Anwesen gemacht, auf dem das Ehepaar Oldfield lebt. Das ist richtig. Immerhin mussten wir Mrs. Oldfield über den Tod ihres Mannes in Kenntnis setzen. Eberleins Stimme wurde nun merklich dunkler und belegter. Dann berichten Sie, Inspektor. Wir sind ganz Ohr. Vor dem Anwesen der Oldfields in Kilburn, London, England, am 31. Oktober 1897, spät abends. Guten Abend, Mrs. Oldfield. Sie sind doch Mrs. Oldfield, nicht wahr? Wer will das wissen? Wenn ich mich vorstellen dürfte. Mein Name ist Eberlein. Ich bin Inspektor bei Scotland Yard. Und dies hier ist mein Kollege, Constable Hanks. Polizei? Ist etwas mit Jacob? Mrs. Oldfield schien sichtlich erschrocken zu sein. Nun ja, Sir, aber auf mich wirkte ihre Bestürzung irgendwie, ich will mal so sagen, etwas aufgesetzt. Eine nicht uninteressante Beobachtung, Constable. Dennoch aber würde ich es vorziehen, zunächst den Bericht des Inspektors zu lauschen, wenn Sie gestatten. Natürlich, Mr. Holmes. Entschuldigen Sie meine Impulsivität. Manchmal geht es eben mit mir durch. Verstehe mich? Keine Sorge, Constable. Ich habe nichts dagegen, wenn Sie Ihre Eindrücke direkt kundtun. Vielleicht ergibt sich in der Synopsis ja etwas, was mir entgangen ist. In der Tat, Mrs. Oldfield. Aber dürften wir hereinkommen? Wir möchten das ungern hier draußen verhandeln. Natürlich. Entschuldigen Sie, ich vergaß in der Überraschung völlig meine Manieren. Kommen Sie. Danke. Danke. Durch die Diele, bitte. Das große Zimmer gleich rechts. Das ist das Wohnzimmer. Dort können wir reden. Der besagte Raum war einfach, aber geschmackvoll eingerichtet. Die Oldfields waren nicht reich, das sah man gleich, aber sie hatten sich ihre Würde in adretter Schlichtheit bewahrt. Wir setzten uns in zwei bequeme Sessel, während sie auf dem Kanapee Platz nahm. Nun, Mrs. Oldfield, ich muss Ihnen leider... Ist er tot, Inspektor?
Ja, Madame. Das ist er. Sie war blass geworden. Dennoch erschien mir ihre rasche Gefasstheit ein wenig, nun sagen wir, gekünstelt. Ja, gekünstelt. Das ist das richtige Wort dafür. Es musste ja einmal so kommen. Das klingt ja beinahe so, als hätten Sie damit gerechnet. In der Tat. Das habe ich allerdings. Wie ist es passiert und wo? Gefunden wurde der Leichnam Ihres Mannes in einem alten Whiskyfass, welches allerdings zum Zeitpunkt, da er entdeckt wurde, mit Wasser gefüllt war und dem Zweck des bekannten Schnapp-den-Apfel-Spiels dienen sollte. Ihr Erschrecken war zweifelsohne echt. Doch irgendwie hatte ich den Eindruck, dass etwas nicht stimmte. Ich konnte nicht sagen, was es war, was mich störte, aber meine Nackenhaare stellten sich merklich auf. Also, ist er ertrunken? Das können wir noch nicht sagen, Madame. Die Leiche wird zurzeit... Das Untersuchungsergebnis liegt uns derzeit noch nicht vor. Ja, Constable Hanks' ruppige Art ist manchmal nicht angebracht. Dann muss man ihn stoppen. Ansonsten ist er allerdings ein tadelloser Beamter, auf den ich nichts kommen lasse. Nur, damit wir uns recht verstehen. Natürlich, Inspektor. Das würden wir nie in Zweifel ziehen. Danke, Doktor. Dieses Gefühl, das Sie beschreiben, Inspektor, dieser Fehler im Bild, vor dem Sie betrachtend standen, den Sie aber nicht wirklich ausmachen konnten. Ja, was ist damit? Holmes hatte sich erhoben und war zum Kamin getreten, um sich Tabak aus seinem persischen Pantoffel zu nehmen. Eberlein verfolgte meinen Freund mit seinen prüfenden Blicken, während dieser den Tabak in die Pfeife einbrachte. Gab es dafür irgendwelche äußeren Anlässe, eventuell Indizien oder gar Beweise? Nein. Nein, wirklich nicht, Mr. Holmes. Es war die Art und Weise, wie sie sprach, wie sie sich ausdrückte, Mr. Holmes. Und das in Kombination mit dem Gesichtsausdruck, dem in seiner Unbeweglichkeit doch sehr bewegten Mienenspiel dieser Frau. Versteh mich? Das ist alles sehr vage, meine Herren. Holmes schüttelte unzufrieden den Kopf, kehrte zu seinem Stuhl zurück, griff nach der Streichholzschachtel, öffnete sie, entnahm ihr ein Streichholz, brannte es an und entzündete den Tabak in seiner Pfeife. Verzeihen Sie, Madame, aber ich muss diese Fragen stellen. Hatte Ihr Mann irgendwelche Feinde? Nein, mein Mann hatte keine Feinde. Mein Mann hatte nur einen Feind. Einen Todfeind, dem ich eine solche Bluttat durchaus zutrauen würde. Aha, berichten Sie. Es handelt sich um Brutus Gordon Farrell. Genauer gesagt Captain Brutus Gordon Farrell. Aha. Einen hochdotierten Militärattaché irischer Abstammung, der zurzeit in Aldershot stationiert ist. Militär? Na, das kann ja heiter werden. Versteh mich? Constable, bitte. Schon gut, Sir. Fahren Sie doch bitte fort, Mrs. Oldfield. Nun, soweit ich weiß, ist das etwas, was mit Jacobs Vorfahren zu tun hat. Eine alte Geschichte, die sich vor vielen Jahren in Irland abgespielt haben muss. Was wissen Sie darüber? Nur das Wenige, was mir Jacob einmal erzählt hat. Einer seiner Vorfahren, der sinnigerweise ebenfalls Jack, also Jacob, hieß, hatte Streit mit Farrells Vorfahre, ebenfalls einem Soldaten. Allerdings im Rang eines Colonels. Angeblich ging es wohl um die Kompaniekasse. Was damals tatsächlich geschehen ist, wusste Jacob auch nicht mehr so genau. Er erzählte allerdings immer wieder eine düstere Geschichte von Diebstahl, Raub und Mord. Und was hat dieser Captain Farrell nun damit zu tun? Das weiß ich nicht genau. Jacobs Traum von Jugend an war es, zum Militär zu gehen. Er tat auch alles dafür. Bei seiner Musterung traf er zum ersten Mal auf diesen Farrell, der, durch seinen Namen wohl stutzig geworden, ihm eine Menge Fragen zu seiner Familie und deren Geschichte stellte. Schließlich sorgte Farrell dafür, so hat es Jacob jedenfalls immer erzählt, dass mein Mann ausgemustert wurde. Sein Traum war zerstört. Ich verstehe. Richtig, Inspektor. Jacob war nicht bereit, das einfach so hinzunehmen, da es keine nachvollziehbare Indikation gab, weswegen er nicht hätte Soldat werden sollen. Also suchte er ihn auf und stellte ihn zur Rede. Ja. Ich nehme einmal stark an, dass es Streit gab.
Und ob. Der Captain erklärte Jacob, er müsse eine Blutschuld begleichen, da sein Vorfahre Jack Colonel Farrell den Vorfahren des Captains umgebracht habe. Eine jahrzehntealte Blutschuld? So. Also, das ist ja die reinste Barbarei. Versteh mich. Das hat Jacob ihm auch versucht zu erklären. Aber es hat nicht gefruchtet, wie? Nein. Nein, hat es nicht. Der Captain erklärte meinem Mann, dass die Farrells so etwas nie vergessen würden und dass sie eine Blutschuld immer einfordern würden. Er forderte, dass Jacob sich ihm zu stellen habe, um die Sache aus der Welt zu schaffen. Er verlangte ein Duell. Die Wahl der Waffen wollte er Jacob überlassen. Fand das Duell statt? Nein. Hm. Jacob war zwar kein Feigling, aber er sah erstens keinen Sinn in diesem barbarischen Tun und zweitens wollte er sich nicht strafbar machen, denn Duelle sind ja schon lange gesetzlich verboten und strafbewehrt. Allerdings, versteh mich. Was geschah dann? Mein Mann kam nach Hause und erzählte mir alles. Er war schockiert, ratlos und verängstigt. Wir beschlossen, in eine andere Gegend Londons zu ziehen, wo die Wahrscheinlichkeit, dass Farrell ihn finden würde, relativ gering war. Unsere Wahl fiel, weil Jacob bekennender Ire war, auf Kilburn. Den Rest kennen Sie. Wir lebten hier ein paar Jahre sehr zurückgezogen und Jacob vertiefte sich immer mehr in die Mythologie Irlands, aus der er sich den Stoff zu eigenen Geschichten holte, die er zunächst in Pubs und Bars mündlich erzählte, um ihre Wirkung zu überprüfen, bevor er sie dann zu Papier brachte und an Magazine verkaufte. Vom Erlös konnten wir leidlich leben, aber ins renommierte The Strand Magazine, was immer sein Ziel war, hat er es nie geschafft. Und Sie vermuten nun, dass dieser Captain Farrell Jacob tatsächlich noch gefunden und zu einem Duell genötigt hat? Genau das, Inspektor. Warum sonst sollte irgendjemand meinen Mann ermorden wollen? Genau das gilt es herauszufinden. In der Amtsstube des Kommandanten des Forts am Fuß der Gegera-Berge, Irland, Ende des 18. Jahrhunderts. Etwas später. Dies hier ist Jack Oldfield, Soldat in dieser Garnison. Er hat mir gestern Abend, als ich mit dem Sold für die Kompanie aus der Stadt zurückkam, eben diesen Sold gestohlen und mich dabei fast umgebracht. Doch es gelang mir recht schnell, nämlich schon heute Morgen, ihn in seiner Behausung festzunehmen und das Geld zurückzuerlangen. Ich verlange, dass ihn die volle Härte des Gesetzes trifft, vor allem auch als Abschreckung für jene, die vielleicht auf ähnliche Gedanken kommen könnten. Was haben Sie dazu zu sagen, Oldfield? Dieses miese Schwein hat den Sold unterschlagen und versucht, ihn sich unter den Nagel zu reißen. Ich habe das Geld nur an mich genommen, damit er sich nicht aus dem Staub machen kann, Sir. Sehen Sie, Sir. Noch in dieser Situation versucht er, seinen Kopf im wahrsten Sinne des Wortes aus der Schlinge zu ziehen, indem er einen verdienten Offizier wie mich verleumdet. Ja, das tut er. Und es ist sein gutes Recht, denn er handelt in Notwehr. Haben Sie Beweise für Ihre Behauptung, Colonel? Die Soldaten, die mir bei der Verhaftung assistierten und auch bei der Sicherstellung des Geldes anwesend waren, stehen zu Ihrer Verfügung, Sir. Und Sie, Oldfield? Ich habe das Geld hierher zurückgebracht, Sir. Ich bin damit schließlich nicht geflohen. Colonel? Nun, Sir, es handelt sich hier wohl um eine Glaubensfrage, nicht wahr? Oder vielleicht doch wohl eher um eine Angelegenheit der Ehre? Stellen Sie sich selbst einmal die Frage, wem Sie mehr glauben. Einem verdienten, hochdotierten, stets integren und aufrichtigen Offizier wie mir oder doch eher einem abgehalfterten, verkommenen Subjekt wie diesem Abschaum hier.
Du elender Lump, hast meine Frau verführt und ermordet. Lasst mich los. Lasst mich sofort los, ihr elenden Kameraden, Schweine. Sehen Sie, Sir, dieses Verhalten sagt doch alles. Was war mit der Frau? Nun, als klar war, dass wir ihren Mann festnehmen mussten, gebärdete sie sich wie eine Furie und ging auf mich und meine Männer los. Wir erwehrten uns ihrer so gut es ging. Dabei stolperte sie unglücklich und fiel in das Rapier ihres eigenen Mannes. Sie war leider sofort tot. Wir konnten nichts mehr für sie tun. Geben Sie mir darauf Ihr Wort als Offizier und Ehrenmann? Selbstverständlich, Sir. Gut. Männer, führt den da in die Arrestzelle. Ich werde später entscheiden, was mit ihm geschieht. Ist noch etwas, Colonel? Ja, Sir. Dieser Kerl hat einen Sohn, der noch irgendwo da draußen rumstreunt. Sollten wir uns nicht um den Kleinen kümmern, damit ihm nichts geschieht und er eine ordentliche Erziehung erhält, weit weg von seinem kriminellen Vater? Bringen Sie den Jungen erst einmal her. Dann sehen wir weiter. Wenn ich erst einmal da drin bin, dann ist es vorbei. Endgültig. In den Räumlichkeiten von Sherlock Holmes und Dr. Watson. Baker Street 221b, London, England. Am 1. November 1897. Etwas später. Haben Sie noch mehr erfahren? Nur, dass Jacob Oldfield an diesem Tag sehr früh das Haus verließ und sie nichts mehr von ihm hörte, bis wir sie aufgesucht haben. Bemerkenswert. Wirklich äußerst bemerkenswert. Tja, was gedenken Sie zu tun, Inspektor? Nun, der Constable und ich werden den nächsten Zug nach Aldershot nehmen und diesen Captain Farrell ausfindig machen. Die dortige Militäradministration wird uns sicher Amtshilfe gewähren. Mr. Holmes, ich würde mich freuen, wenn Sie uns nach Aldershot begleiten wollten. Ihre Mithilfe in diesem Fall wäre äußerst willkommen. Was versprechen Sie sich von diesem Besuch, Inspektor? Wie meinen Sie das, Mr. Holmes? Nun... Nehmen wir einmal an, Sie finden diesen Captain Farrell. Nehmen wir weiter an, Sie konfrontieren ihn mit den Vorwürfen, die Sie sich aus den wenigen bisher bekannten Fakten und der Zeugenaussage der Frau des Opfers zusammengesetzt haben. Glauben Sie wirklich, dass Farrell dann einem reuigen Sünder gleich offen zugeben wird, dass er den Mord ausgeführt hat und... sich von Ihnen abführen lässt. Holmes! Was denn, Watson? Benutzen wir doch für einen Augenblick unseren Verstand und fassen zusammen, was wir haben, an tatsächlichen Fakten haben. Wir haben eine männliche Leiche in einem Apfelfass. Richtig.
Genauer, eine Leiche, die am Halloween-Abend in einem gefüllten Whisky-Fass gefunden wird, als Kinder das Schnapp-den-Apfel-Spiel spielen wollen. Das Fass ist mit Wasser gefüllt gewesen, nicht mit Whisky. Das ergibt sich doch aus der Tatsache, dass es für dieses Kinderspiel benutzt wird, Doktor. Ich lächelte in mich hinein. Die Todesursache ist ein Stich mit einer langen Klinge direkt ins Herz. Das hat jedenfalls der obduzierende Arzt so in seinem Bericht geschrieben, Constable. Wenn aber das Opfer durch diesen Stich getötet wurde, wieso hat man ihm dann noch die Kehle geöffnet, meine Herren? Ich halte gerade diesen Umstand für besonders wichtig. Nicht zu vergessen, fachmännisch geöffnet, Holmes, was sicherlich einen Hinweis auf den Täter geben dürfte. Oder auf die Täter, Watson. Wer sagt denn, dass es nur einen Täter gibt? Im Gegenteil. Einen Mann erst in dieser Art und Weise umzubringen und seinen Leichnam dann auf so dramatische Weise quasi zu inszenieren und zu präsentieren, deutet für mich sogar auf mehrere Täter hin. Eine Gruppe also, eine Bande, Gang oder Vereinigung. Meinen Sie sowas, Sir? In der Tat, ja. Sehen wir uns nun die Aussagen der Gattin des Ermordeten ein wenig genauer an. Sie machte auf Sie, Constable, den Eindruck, Ihr Verhalten sei, ich zitiere, aufgesetzt. Also nicht echt. Ist das korrekt? Verstehe mich. Sie, Inspektor, hatten hingegen während des gesamten Gesprächs den Eindruck, dass irgendetwas nicht stimme, sich nicht ins Gesamtbild einfüge, richtig? Ja, ja. So könnte man es nennen. Und dann wird Ihnen eine krude Vergeltungsgeschichte erzählt, die die Ehefrau aus den äußerst vagen Äußerungen und Erzählungen ihres Ehemanns herausgefiltert und verstanden haben will. Einem Ehemann, der dafür bekannt ist, wie sie auch betont, aus der Mythologie Irlands entlehnte schaurige Gruselgeschichten zu verfassen und mündlich zu deklamieren. So halten Sie also die Spur, die zu diesem Captain Farrell führt, für irrelevant? Irrelevant? Nein. Nein, ganz bestimmt nicht. Aber die Frage ist, ob die einzelnen Fakten richtig zusammengesetzt worden sind, um ein schlüssiges Bild zu ergeben, welches auch als Begründung vor Gericht standhalten würde. Und wie würden Sie diese Fakten zusammenführen, Mr. Holmes? Wir sahen den Meisterdetektiv nun alle fragend an. Er ließ sich Zeit, nahm einige lange Züge aus seiner Pfeife und straffte sich. Wir müssen unseren Blick auf die Details lenken. Wir dürfen uns nicht von Vordergründigem ablenken lassen. Wir müssen mit den Augen zuhören. Und wir müssen insbesondere bei Mrs. Oldfield darauf achten, was sie uns nicht sagt. Doch dazu später mehr. Der Täter oder die Täter sind von hoher Intelligenz. Die Art und Weise, wie die Tat durchgeführt und die Leiche drapiert wurde, spricht dahingehend eine klare Sprache. Außerdem glaube ich, dass wir es hier mit einer Täterin zu tun haben. Eine Täterin? Eine Frau? Sind Sie sicher? Ausgeschlossen? Wie sollte eine Frau... Es gibt, was das Morden betrifft, einen klaren Unterschied zwischen Männern und Frauen. Frauen morden anders als Männer. Sie wählen oft ein anderes Umfeld und andere Tötungsarten, wie zum Beispiel das Ertrinken, Ersticken oder Vergiften. Also leise Varianten. Ganz im Gegensatz zu den lauten männlichen Mördern. Der Umstand, dass hier auf den ersten Blick suggeriert werden soll, dass das Opfer ertrunken ist, ist ein weiteres Indiz für meine Theorie. Und wie lautet sie denn, diese, Ihre Theorie? Üben wir uns doch einmal in der durchweg schwierigen Disziplin des Rückwärtsdenkens. Die wesentlichen Fragen, die wir uns stellen müssen, sind erstens, was ist in welcher Reihenfolge geschehen? Dazu müssen wir die Tat unter Berücksichtigung sämtlicher bekannter Details analysieren. Zweitens müssen wir uns der Frage widmen, warum ist es geschehen? Hier müssen wir alle möglichen in Frage kommenden Motive unter die Lupe nehmen, die zur Tat führten. Die Antworten auf diese beiden Fragen führen dann in der Regel zum Täter, respektive der Täterin, dessen respektive deren genaues Profil sich aus der Beantwortung der ersten beiden Fragen ergibt. Wir sollen also die Details beobachten und das Motiv hinterfragen. Aber das tun wir doch jedes Mal. Ja.
Aber sie tun es eben nicht genau genug. Ja, ja. Und wahrscheinlich ziehen wir alle dann auch die falschen Schlüsse. Nur sie nicht, Holmes. Ne? Nur sie nicht. Exakt, Watson. Genau so verhält es sich. Holmes setzte sein berühmtes Haifischlächeln auf. Dann bitte erleuchten Sie uns, arme, unfähige, Unwissende. Sie sind weder arm noch unfähig, meine Herren. Sie sind auch nicht unwissend. Immerhin stehen Ihnen dieselben Fakten und Kenntnisse wie mir zur Verfügung. Sie müssen nur Ihren Verstand gebrauchen. Ach, und das tun wir nicht? Nein. Nein, das tun Sie offenbar nicht. Sie haben doch den Tatort untersucht, nicht wahr? Natürlich. Welche Spuren haben Sie gefunden? Oh, eine Menge. Und welche Informationen über die Persönlichkeit des Täters, respektive der Täterin, haben Sie entdeckt? Die Polizisten schwiegen betreten. Sehen Sie, ich will Sie weder vorführen noch kränken, meine Herren. Nun. Haben Sie im Speziellen darauf geachtet, was der Täter, respektive die Täterin, getan hat? Ja. Haben Sie auch darauf geachtet, was er oder sie nicht getan hat? Wieder schwiegen die Beamten verlegen. Das dachte ich mir. Haben Sie im Gespräch mit Mrs. Oldfield darauf geachtet, was die Dame besonders betont hat? Nun, ich habe mir auch darin die größte Mühe gegeben. Haben Sie auch darauf geachtet, was sie nicht betont hat? Zum dritten Mal schwiegen wir. Es geht zunächst einmal nicht darum, diese Dinge zu bewerten, sondern sie auszuwerten. Wir müssen hier, wie so oft, aus wenigen Informationen das Bestmögliche entnehmen. Dazu ist es notwendig, von anfänglich reinen Vermutungen und Wahrscheinlichkeitsaussagen unter Ausklammerung des Möglichen auf das Nicht-Wahrscheinliche zu schließen. Können Sie mir folgen? Und wie macht man das? Man geht so lange von der wahrscheinlichsten Erklärung aus, bis Indizien oder noch besser Beweise in eine andere Richtung führen. Aber sind Motive nicht oft widersprüchlich? Natürlich. Es gibt sehr oft so auch mehrere Motive für eine Tat. Und dann ist die wichtigste Frage die nach dem stärksten. Beachten Sie bitte die offensichtliche Tatsache, dass in dem Begriff Motivation auch das Wort Motiv enthalten ist. Ich verstehe. Sie wollen also sagen, dass man die einzelnen Motive gewichten muss, um herauszufinden, welche die wesentlichen sind. Exakt. Und genau das sollte man immer auf Basis von Fakten und Beweisen tun. Aber wie lautet denn nun, um die Frage des Constables noch einmal aufzugreifen, Ihre Theorie, die Sie sich zurechtgelegt haben, Holmes? Nun, bester Watson, ich denke, dass es sich um die Tat einer Frau und eines Mannes handelt, die aus gänzlich unterschiedlichen Motiven so gehandelt haben. Ich vermute darüber hinaus, dass der Eindruck eines Ritualmordes vermittelt werden sollte, denn das Öffnen der Kehle, also das Schächten, gilt als rituelles Töten, das gewissen Regeln unterliegt. Und Sie denken, dass das nur vorgeschoben wurde? Exakt. Aber warum? Weil das Opfer ein Freund der irischen Mythologie war und man die Polizei so auf eine völlig falsche Fährte locken will. Diesem Zweck dient meines Erachtens nach auch die ganze Inszenierung der Leiche in diesem Apfelfass. Man liefert uns so viele Interpretationsansätze, dass wir das wahre Motiv in dem Wust der anderen Möglichkeiten glattweg übersehen sollen. Und was schlagen Sie nun vor? Ich denke, wir sollten zunächst noch einmal bei Mrs. Oldfield vorbeischauen. Ich würde Sie gerne selbst dazu befragen und mir einen Eindruck von ihr verschaffen. Vielleicht ist der Ausflug nach Aldershot dann gar nicht mehr notwendig. Wir können sofort aufbrechen, Mr. Holmes. Gemach, Inspektor, nicht so stürmisch. Ich benötige noch ein wenig Zeit, um mich, sagen wir, gebührend vorzubereiten. Sagen wir heute Nachmittag? Auch damit bin ich einverstanden. Ich werde aber auf alle Fälle der Militäradministration in Aldershot telegrafieren und in dieser Sache um Amtshilfe bitten. Einverstanden. Holen Sie zunächst einmal nur Informationen zur Person dieses Captain Farrell ein.
Sie wissen schon, Werdegang, Führungszeugnis und dergleichen. Legen Sie Wert auf seine familiären Hintergründe. Bitten Sie die Beamten aber um Verschwiegenheit. Der Mann soll nicht gewarnt werden. Auf einer kleinen Anhöhe vor dem Fort, am Fuß der Gilgarra-Berge, Irland, Ende des 18. Jahrhunderts, einige Wochen später. Bist du dir sicher, dass du das tun willst, Jack? Ja. Ich bin es Jenny und meinem Sohn schuldig. Dieses verräterische Weib hat dich doch erst in diese Situation gebracht. Nein. Sie hat es in guter Absicht getan. Und... Du einfältiger Narr. Glaubst du das immer noch? Ja. Sie war keine schlechte Frau und... Sie hat dich an Farrell verraten, schon vergessen. Nein. Sie hat sich ihm mit Sicherheit auch an den Hals geworfen, sich von ihm besteigen lassen. Niemals. Sie hat mich geliebt. Bist du dir sicher? Sehr sicher. Und ich bitte mir ein wenig mehr Respekt aus. Wir reden hier von meiner Frau, der Mutter meines Sohnes. Du weißt, dass ich nie viel von ihr gehalten habe. Von Anfang an nicht. Ich habe nur deinetwegen nichts gesagt und versucht, mit dir auszukommen. Wie nobel von dir. Aber denk daran, dass Farrell gedroht hat, sich meinen Sohn zu holen. Das kann, nein, das darf ich nicht zulassen. Deshalb werde ich es beenden. Ein für allemal. Und jetzt lass mich weiter das Fort beobachten. Dann wirst du auf ewig auf der Flucht sein, Jack. Was soll dann aus deinem Jungen werden, hä? Bist du es ihm nicht schuldig, dass du als sein Vater für ihn da bist? Das werde ich auch immer sein. Und wie, du Narr, wenn du für den Rest deines Lebens auf der Flucht sein wirst? Dieser Krieg wird irgendwann enden. Irgendwann werden wir frei sein. Daran glaube ich fest. Es kann nicht alles umsonst gewesen sein. Träumer. Ein elender Träumer bist du. Glaubst du wirklich, dass... Achtung! Das Tor öffnet sich. Tatsächlich? Da kommt ein einzelner Mann herausgeritten. Das ist er. Das ist Farrell. Wo der wohl hin will? Nun, ich nehme an, er wird wieder den Sold für die Kompanie abholen. Glaubst du, dass er dasselbe Spielchen abziehen wird wie vor ein paar Wochen, als du... Als ich ihn stellte? Ja, das glaube ich. Doch diesmal wird ihm das nicht gelingen. Wir werden ihn an uns vorbeilassen... Und dann knöpfe ich ihn mir vor. Mach dich nicht unglücklich, Jack. Ich bitte dich. Kümmere dich um meinen Jungen, wenn mir etwas zustoßen sollte. Jack, ich... Versprich es mir. Natürlich verspreche ich es. Dann ist ja gut. Da läuft er. Die Muskete hat er mitgenommen. Wenn das mal gut geht. So, jetzt ist er unten. Vom Fort aus dürfte er nicht zu sehen sein. Da kommt dieser Farrell. Jack tritt vor. Farrell stürzt, hält sein Tier an. Jack hebt die Muskete. Oldfield! Du verdammter Bastard! Dass du dich noch in meine Nähe traust!
Was? Du wagst es, eine Muskete auf mich zu richten? Ich werde dir Manieren beibringen! Oh Gott, der Kerl reitet säbelschwingend auf Jack zu. Oh, was macht der? Er kniet seelenruhig nieder. Und jetzt legt er auf den Colonel auch noch an. Das ist für Jenny! Verdammtes Arschloch! Das Geschoss hat den Kerl in vollem Lauf erwischt und ihn aus dem Sattel gehoben. Da, er fällt schwer in den Sand, überschlägt sich und bleibt liegen. Jack wirft sich zur Seite, das Pferd galoppiert an ihm vorbei. Und jetzt? Jetzt steht er auf und geht zu Farrell. Es ist getan! Ich werde nun gehen! Ich weiß nicht, ob und wann wir uns wiedersehen! Kümmer dich um meinen Sohn und sag ihm, sein Vater und seine Mutter haben ihn sehr geliebt. Leb wohl! Auf dem Anwesen der Oldfields in Kilburn, London, England, am 1. November 1897, nachmittags. Kurz nachdem die Herren Eberlein und Hanks gegangen waren, machte Sherlock Holmes sich ausgefertigt und verließ ohne große Erklärungen die Wohnung. Mir blieb, wie so oft in diesen Fällen, nur auf seine Rückkehr zu warten und mich so lange in Geduld zu fassen. Ich nahm mir jedoch vor, die Zeit des Wartens dergestalt intensiv zu nutzen, dass ich einmal selbst versuchen wollte, die Gedankengänge meines großen Freundes nachzuvollziehen, um herauszufinden, wohin er sich wohl begeben hatte. Jedoch, wiederum wie so oft, blieben alle meine diesbezüglichen Bemühungen vergebens. Gegen 14 Uhr kehrte er zurück. Er hüllte sich, ich hatte es auch nicht anders erwartet, in Schweigen. Offensichtlich hatte er diverse Ermittlungen angestellt. Wir begaben uns kurz darauf erneut, wie schon tags zuvor, wieder nach Kilburn. Er hatte dem Inspektor telegrafiert, dass wir uns gegen 16 Uhr mit ihm direkt vor dem Anwesen der Oldfields treffen wollten. Dies war auch geschehen und nun saßen wir in der bereits beschriebenen Wohnstube Mrs. Oldfield gegenüber. Einer hochaufgeschossenen, blonden Dame mittleren Alters. Sie trug dem Moment geschuldet ein schwarzes, nach unten ausladendes, allerdings am Hals eng anliegendes Kleid, wohl als Trauerflor. Sie ließ ihre Blicke herausfordernd und musternd über die Anwesenden wandern. Außer Inspektor Eberlein, Sherlock Holmes und meiner Wenigkeit war auch Constable Hanks anwesend. Wir bitten unser heutiges unangemeldetes Erscheinen und Eindringen in Ihre Privatgemächer zu entschuldigen, Madam. Aber es gilt nach wie vor, einen Mord aufzuklären. Keine Ursache, meine Herren. Ich freue mich über ein wenig Abwechslung. Sie lächelte milde, doch schienen ihre Augen nicht wirklich an diesem Lächeln beteiligt zu sein. Gut. Also, wir von Scotland Yard bedienen uns hin und wieder auswärtiger Experten, um, wie in Ihrem Falle, den oder die Täter direkt dingfest zu machen. Was den Mord an Ihrem Mann betrifft, so haben wir uns der Dienste des großen Sherlock Holmes versichert. Das ist dieser Gentleman dort. Der zweite Herr ist Dr. Watson, der Kollege von Mr. Holmes. Constable Hanks ist Ihnen ja bereits bekannt. Sie war bei der Nennung unserer Namen unmerklich zusammengezuckt, hatte sich aber viel zu meisterlich im Griff, um dieses kleine aus der Rolle fallen nicht gekonnt überspielen zu können. Mr. Holmes, wie interessant. Ich habe viel von Ihnen gehört und natürlich durch Ihre Berichte, Doktor, auch gelesen. Ich freue mich, dass Sie sich dieser Sache angenommen haben. Sie sind so gütig, Madam, aber ich bin mir nicht sicher, ob Sie sich immer noch darüber freuen werden, wenn Sie erfahren, was ich vorzubringen habe. Holmes' Tonfall durchschnitt die Stimmung, die sich gerade im Raum aufbaute.
wie ein Messer die Butter. Bitte? Ich habe eine klare Frage, Madam, die ich direkt stellen möchte, ohne lang um den heißen Brei herumzureden. Wenn Sie gestatten. Holmes fixierte die Dame unablässig. Ich gestatte. Was möchten Sie wissen? Ich möchte von Ihnen das Motiv für den Mord an Ihrem Ehemann wissen. Welchen Vorteil hatten Sie davon, ihn umbringen zu lassen? Die Luft gefror. Ich schluckte und mein Erschrecken spiegelte sich in den ungläubigen und fassungslosen Gesichtern des Inspektors und des Constables. Aber Mr. Holmes, wie können Sie... Gleich, Inspektor, gleich. Gleich werden Sie klarer sehen. Nun, Mrs. Oldfield, ich warte. Die Dame krampfte die Hände in die Armlehnen des Sessels, in dem sie saß. Sie verzog das Gesicht zu einer Grimasse, die ich unmöglich zu deuten wusste. Es sammelte sich darin eine Mischung aus Überraschung, grenzenloser Wut, Schmerz und Abscheu. Wie können Sie es wagen, mich in dieser Situation in meinem Haus eines derartigen Verbrechens zu bezichtigen? Ich denke, es ist an der Zeit, dass Sie gehen. Ich habe es nicht nötig, mich derartig behandeln zu lassen. Oh, keine Sorge, Madam. Wir werden gehen. Aber nicht bevor wir Licht in dieses intrigante Dunkel gebracht haben, dem Ihr Mann zum Opfer fiel. Sie fragen, wie ich es wagen kann. Nun, wer die Hintergründe kennt, die Sie so mühsam versucht haben zu verschleiern und zu verbergen, der kann und wird sich noch viel mehr herausnehmen, als ich es bisher getan habe. Ich weiß nicht, welche kruden Ideen Sie sich da zurechtgelegt haben, Mr. Holmes. Ich weiß ebenso wenig, was genau Sie dazu bewogen hat, mir vorzuwerfen, ich hätte meinen armen Mann ermordet. Aber seien Sie versichert, dass ich Ihr Verhalten nicht ungestraft lassen werde. Ungestraft? Sie? Ich muss Sie darauf aufmerksam machen, Ma'am, dass Sie gerade im Beisein von Zeugen eine Drohung ausgesprochen haben. Ich hoffe für Sie, dass dies nur den Umständen geschuldet ist, in denen Sie sich befinden. Auch ich muss sagen, dass mich Ihre Reaktion ebenso verwundert wie die Anschuldigungen, die Mr. Holmes hier gegen Sie vorbringt, Mrs. Oldfield. Ihr Verhalten und Ihre Äußerungen sorgen nicht gerade dafür, dass wir den Behauptungen von Mr. Holmes weniger Glauben schenken als den Ihren. Also gut, in einem Punkt hat der Inspektor recht. Bisher habe ich nur Behauptungen ausgesprochen und keine Beweise erbracht. Schlicht und einfach deswegen, weil ich gerne erst noch das Motiv erfahren hätte. Denn nur in diesem einen Punkt bin ich mir unschlüssig. Ich werde Ihnen die Chance geben, sich zu erklären, Mr. Holmes. Das ist aber auch das Einzige, was ich Ihnen weiterhin noch zugestehen werde. Sie sollten sich schämen, der Ehefrau eines Mordopfers so kurz nach der Tat so etwas anzutun. Mrs. Oldfield ließ sich wieder etwas entspannter in ihrem Sessel zurücksinken. Sie erweckte den Eindruck, fest davon überzeugt zu sein, dass mein Freund ihr nichts würde anhaben können. Eine Fehleinschätzung, der schon viele Kriminelle erlegen waren. Ihr Mädchenname ist Lynch. Richtig. Wie können Sie das wissen? Sie vergessen, dass Ehen eingetragen werden, Miss Oldfield. Ich habe heute Vormittag einige Ermittlungen angestellt und Informationen gesammelt. Darüber hinaus weiß ich aber noch viel mehr. Zum Beispiel ist mir bekannt, dass einer Ihrer Vorfahren der berüchtigte Charles Lynch war. Jener irischstämmige Politiker, der im Jahr 1780 in der Kolonie Virginia in Amerika an einigen Vorfällen beteiligt war, bei denen Verdächtige im Schnellverfahren mit Auspeitschen, Beschlagnahmungen oder Zwangsverpflichtungen bestraft wurden, ja, manchmal auch mit dem Tod. Die Virginia General Assembly legitimierte 2 Jahre später nachträglich diese jedem modernen, rechtsstaatlichen Empfinden widersprechende Vorgehensweise. Der Begriff der Lynch-Justiz geht unter anderem auf ihn zurück. Ich kann es nicht leugnen. Allerdings verstehe ich nicht, was das mit dem Mord an meinem Mann zu tun hat. Sehen Sie, und genau hier bin ich mir mit dem Motiv für die Tat noch unschlüssig. Denn Ihr Mann, Mrs. Oldfield, wurde gelyncht. Gelyncht für ein Verbrechen, welches er nicht begangen hatte. Wie dürfen wir das verstehen, Mr. Holmes? Erinnern Sie sich noch an die Geschichte über jenen Vorfahren von Jacob Oldfield, Inspektor, die Ihnen Mrs. Oldfield gestern erzählte? Natürlich. Die Sache mit der Blutschuld, für die er diesem Captain Farrell Genugtuung geben sollte, nicht wahr? Genau. Soweit ich weiß, kann nach unserem Gesetz niemand für das verantwortlich gemacht werden, was einer seiner Vorfahren verbrochen hat, nicht wahr? Die Erbschuld ist abgeschafft. Das
ist doch eigentlich mehr eine theologische Fragestellung, nicht wahr, Holmes? Exakt, Watson. Es gibt aber Menschen, die das anders sehen. Wann trat denn dieser Captain Farrell, wenn er überhaupt so heißt, in Ihr Leben, Mrs. Oldfield? Vor der Hochzeit mit Jacob oder erst danach? Was denn? Nun behaupten Sie auch noch, dass Mrs. Oldfield diesen Farrell kennt? Exakt, Constable. Woher hätte sie sonst auch den zweiten Vornamen dieses Captains kennen sollen? Ich glaube kaum, dass Ihr Mann diesen zweiten Vornamen wusste. Er wird ihn nur als Captain Farrell kennengelernt haben. Verdammt, das ist wahr. Verstehe mich. Mrs. Oldfield bebte innerlich. Sie presste die Lippen so fest aufeinander, dass sich ein weißer Strich bildete. Nun, Madam? Sie rang mit sich. Das war offensichtlich. Für diesen Sachverhalt hatte sie keine Erklärungen. Also wäre es töricht, es abzustreiten. Natürlich können Sie immer noch behaupten, der Captain hätte Ihrem Mann seinen vollständigen Namen mitgeteilt. Was aber nicht wirklich zu dem Bild Farrells passt, das Sie selbst in Ihrer Darstellung von ihm gezeichnet haben. Das ist mir klar. Nun, ja, es stimmt. Ich lernte Brutus auf einer Benefizveranstaltung kennen, die ihn die Frauen der Gemeinde, in der wir vorher lebten, veranstaltet hatten. Wir kamen ins Gespräch und... Sie kamen sich näher. War es nicht so? Auch das ist richtig. Obwohl ich es zunächst nicht zuließ. Warum haben Sie uns das gestern nicht direkt erzählt, Mrs. Oldfield? Das fragen Sie noch? Mit diesem Hintergrundwissen hätten Sie sofort geahnt, dass es in meiner Darstellung einige Ungereimtheiten gibt. Dann wäre der Verdacht doch augenblicklich auf mich gefallen. Ich war verheiratet, als ich Brutus kennenlernte. Wenn auch zu diesem Zeitpunkt nicht mehr sehr glücklich. Und ja, ich bin zu einem gewissen Teil erleichtert, dass Jacob tot ist. Allerdings habe ich das nicht gewollt. Sehen Sie, Mrs. Oldfield, und genau das glaube ich Ihnen nicht. Ich denke, dass Sie seinen Tod wollten. Aber um einfach Ihren Mann loszuwerden, damit der Weg für Farrell frei wäre, hätten Sie wesentlich einfachere Methoden wählen können. Methoden, die auch besser zu vertuschen gewesen wären. Nein. Nein, die Art und Weise, wie Sie den Mord geplant und durchgeführt haben, die Mühe, die Sie sich gegeben haben, die Ermittler auf eine völlig falsche Spur zu lenken, ist nicht nur perfide, sie zeugt von einem grenzenlosen Hass auf Ihren Mann. Und so frage ich Sie jetzt und hier, wieso? Wieso haben Sie Ihren Mann so dermaßen gehasst, dass Sie ihn auf diese Art und Weise aus dem Leben befördert haben? Und ich möchte wissen, was von der Geschichte, die Sie uns gestern aufgetischt haben, nun wirklich stimmt. Da erhob sie sich aus dem Sessel, stellte sich vor uns und reckte sich hoch auf. Weil er meine Urgroßtante auf dem Gewissen hat. Er hat sie ermordet, des Geldes wegen, welches er zuvor dem Vorfahren von Brutus gestohlen hatte. Nun war es heraus. Einer Schicksalsgöttin gleich stand sie da und funkelte uns an. Eine solche niederträchtige und zutiefst verabscheuungswürdige Tat muss gesühnt werden, meine Herren. Sie muss! Mein moralisches Empfinden sagt mir, dass ein Nachfahre nicht für eine solche Tat haftbar gemacht werden kann. Nein, in der Tat. Da kommen wohl eine Menge unterschiedlicher Motive zusammen. Sie sollten Ihrem Herzen nun vollständig Luft machen. Es ist an der Zeit, alles zu erzählen. Die ganze Geschichte lückenlos so, wie es sich abgespielt hat, Madam. Wie Sie wünschen. Vielleicht ist es besser so. Wie Sie wissen, war die Ehe mit Jacob nicht besonders glücklich. Als wir uns kennenlernten, war er ein aufstrebender, erfolgversprechender, junger, schmucker Mann aus gutem Hause. Und mit den besten Aussichten auf eine glänzende Laufbahn in der Firma seines Vaters. Er versprach mir ein gutes Leben in finanzieller Sorglosigkeit. Doch leider interessierte er sich nicht sehr für das Geschäft, das seine Eltern aufgebaut hatten. Ihn interessierten nur zwei Dinge. Er wollte beim Militär Karriere machen und er wollte schreiben. Also verließen wir nach unserer Hochzeit Irland, um hier in England Fuß zu fassen. Wir siedelten uns in einem kleinen Dorf in der Nähe von Aldershot an, da er dort zum Militär gehen wollte. Und dann kam es zu der folgenschweren Begegnung mit Brutus, der ihn als einen Oldfield erkannte und aufgrund des hohen Ehrbegriffs seiner Familie die Einlösung einer Blutschuld von ihm forderte. Jacob war kein mutiger Mann.
Er hielt nicht viel von Ehre und solchen, wie er es nannte, antiquierten Ansichten. Also ging er der Sache nicht nur aus dem Weg, nein, er floh regelrecht vor Farrell nach Kilburn. Ich war entsetzt. Da ich in einer Familie aufgewachsen bin, die ähnliche Vorstellung von Ehre und dergleichen hatte wie Brutus. Also begann ich zu der Zeit bereits, ihn ob solchen Verhaltens zu verachten. Hinzu kam, dass wir keine Kinder bekamen, so sehr wir uns auch bemühten und anstrengten. Es wollte nicht klappen. Ich konsultierte einen Arzt, der mich untersuchte und mir bestätigte, dass es nicht an mir liege. Sie verstehen sicher, was ich damit sagen will. Oh ja, nur zu gut. Hinzu kam, dass es um unsere finanzielle Situation nicht zum Besten stand. Ein wortbrüchiger, feiger Mann, der sich mit kruden, selbstverfassten Geschichten gerade so über Wasser hält. Kinderlosigkeit, ach, was soll ich sagen? Ich sah mein Leben und den Plan, den ich mir für die Art und Weise zurechtgelegt hatte, wie ich mein Leben gestalten wollte, jämmerlich zugrunde gehen. Es war nicht ersichtlich, ob Constable Hanks Verständnis für diese Frau hatte oder sich eher über ihre Darstellung ärgerte. Eberlein verhielt sich ruhig und abwartend. Und wie haben Sie Captain Farrell kennengelernt? Wie ich schon sagte, es war purer Zufall. Wir trafen uns auf einem Wohltätigkeitsball, den die Frauen von Kilburn veranstalteten. Jacob hatte zu dieser Zeit bereits damit begonnen, als Jack-O-Lantern durch die Pubs zu ziehen und überall seine fürchterlichen Geschichten zu erzählen. Er war also selten zu Hause. Und natürlich begleitete er mich auch nicht auf solche profanen Veranstaltungen wie den Wohltätigkeitsball. Brutus sprach mich an und wir kamen schnell ins Gespräch. Durch meinen Nachnamen, nachdem er sich intensiv erkundigte, erkannte ich schnell, wen ich da vor mir hatte. Doch mir gegenüber verhielt er sich tadellos, als wahrer Gentleman und Offizier seiner Majestät. Obwohl er ihre war? Obwohl er ihre war, ja. Und weiter? Was soll ich sagen, Mr. Holmes? Er machte mir den Hof. Anfänglich sträubte ich mich. Was würden denn die Leute sagen? Ich war verheiratet. Doch er gestaltete unsere heimlichen Treffen immer so, dass niemand etwas davon mitbekam, am allerwenigsten Jacob. Brutus und ich begannen, uns mit der Geschichte unserer Vorfahren zu befassen und mussten bald mit Schrecken feststellen, dass jener Jack Oldfield, der seinen Vorfahren Colonel Farrell ermordet hatte, auch seine eigene Frau, die überraschenderweise auch Jenny Oldfield hieß, umgebracht hatte, da sie ihn, wie in dem Militärbericht stand, den wir ausfindig machen konnten, hintergangen und seine Verhaftung erst möglich gemacht hatte. Jene Jenny Oldfield war, als ich genauer nachforschte und auch meinen Großvater befragte, keine geringere als Jenny Lynch, meine Urgroßtante. So sind Sie mit Ihrem Ehemann weitläufig verwandt, wenn ich das richtig deute. Das ist richtig. Eine der möglichen Erklärungen, warum wir keine Kinder bekommen haben. Wusste Ihr Mann das alles? Ich denke nicht. Jedenfalls hat er es mir gegenüber niemals thematisiert. Allerdings war ihm die Geschichte mit Jack Oldfield und Colonel Farrell bekannt. Und wie kam es nun zu dem Mord an Ihrem Mann? Irgendwann wusste ich genug und hatte genug. Ich wollte so nicht weitermachen. Also sprach ich mit Brutus. Wir überlegten, was wir tun könnten. Er konnte mich nicht heiraten, solange mein Mann nicht in die Scheidung einwilligen würde. Und das würde Jacob nie tun. Also fasste er den Entschluss, Jacob erneut zu dem Duell zu fordern. Allerdings sollte es so geschehen, dass Jacob nicht fliehen konnte. Ja. Ja, bis dass der Tod uns scheide. Eines Abends konfrontierten Brutus und ich ihn, als er mal wieder von einer seiner lausigen Geschichtenerzähltouren zurückkehrte. Er war leicht angetrunken, was es uns leicht machte. Brutus stellte ihn und forderte erneut ein Duell. Jacob war in seinem Zustand nicht mehr so feige wie bisher. Der Alkohol verlieh ihm Mut. Er wählte den Degen als Waffe und vereinbarte mit Brutus, dass das Duell am nächsten Morgen früh um 5 an einer verborgenen Stelle im Queen's Park außerhalb Kilburns stattfinden sollte, wo keiner die beiden beobachten konnte. Gestern früh hat er dann das Haus verlassen. Ich blieb hier. Und weiter? Gegen 6 Uhr klingelte es und Brutus erschien, um mir mitzuteilen, dass Jacob ihm unterlegen war. Er hatte ihn mit einem direkten Stich ins Herz getötet. Und wie haben Sie darauf reagiert? Ich hatte diesen Ausgang erwartet, Doktor. Ja, ich hatte ihn sogar erhofft.
Brutus schlug vor, die Leiche in diesem Apfelfass zu deponieren, damit die Sache mit dem Duell nicht herauskam. Es sollte so aussehen, als ob er von jemand völlig Wahnsinnigem, einem Verrückten umgebracht worden war, der eventuell seine kruden Geschichten nicht mehr ertragen konnte. Auch die Idee, die Leiche am Halloween-Abend zu präsentieren, stammte von ihm, da, wenn Iren in dieser Nacht eine Leiche melden würden, kein Polizist das ernst nähme. Dass dieser Dr. Conrad gleich sie beide einschalten würde, damit hatte er wohl nicht gerechnet. Ich riet Brutus dann noch dazu, die Leiche zu schächten und ausbluten zu lassen. Da er doch so ein großer Freund der Mythologie gewesen war und diese Art des Schlachtens und des Hinrichtens als rituell eingestuft werden würde. Die Absicht, die dahinter stand, war, wie Sie anfangs schon angedeutet haben, die Hintergründe der Tat zu verschleiern und die Ermittler auf eine völlig falsche, verwirrende Spur zu bringen. Sagen Sie, Mrs. Oldfield, wie sehen Sie jetzt die Sache? Nicht anders als vorher auch. Ich bin froh, dass er tot ist. Ich bin endlich frei. Nicht mehr lange, Madame. Es tut mir leid, Mrs. Oldfield. Ich verhafte Sie wegen Mordes an Ihrem Ehemann Jacob Oldfield. Constable, legen Sie Ihr Handschellen an. Sehr gern, Sir. Verstehe mich. Damit erhob sich der Constable, holte die Handschellen hervor und machte einen Schritt nach vorn, um sie der Dame anzulegen. Diesen Captain Farrell knöpfe ich mir als nächstes vor. Mrs. Oldfield deutete auf die Handschellen. Das wird nicht nötig sein, meine Herren. Ich werde auch ohne das... Weiter kam sie nicht, denn in ihrem blassen Dekolleté in Höhe des Brustansatzes bildete sich ein roter Punkt, der schnell größer wurde. Erstaunt fuhr sie sich mit der Hand nach der Stelle. Dann fiel sie mit einem Ausdruck größten Widerwillens rücklings in ihren Sessel. In Deckung! Doktor, schnell, sehen Sie nach hier! Sofort, verdammt! Das kann doch nicht wahr sein. Wir gingen alle sofort in die Hocke. Ich schob mich vorsichtig vorwärts, bis ich die Dame erreichte. Aber hier, das sah ich sofort, kam jede Hilfe zu spät. In den Räumlichkeiten von Sherlock Holmes und Dr. Watson. Baker Street 221b, London, England. Am 2. November 1897. Morgens. Es ist unglaublich. Eine schauderhafte Geschichte, meine Herren. Mein alter Studienfreund Dr. Marcus Conrad war sichtlich fassungslos, nachdem wir ihm beim Frühstück die ganze Geschichte erzählt hatten. In der Tat. Unfassbar, das ganze Marcus. Nicht wahr, Holmes? So unfassbar wie Ihr Appetit, alter Freund. Schmeckt es denn? Ausgezeichnet, Holmes. Dieses Rührei mit Speck ist hervorragend. Da hat sich die gute Mrs. Hudson mal wieder selbst übertroffen. Und Sie hatten allen Ernstes zunächst mich in Verdacht, Mr. Holmes? Du musst ihm das nachsehen, Marcus. In einem solchen Fall verdächtigt Holmes prinzipiell erst einmal alle Beteiligten. So ist es, Watson. So ist es. Deshalb konnte ich Sie entschuldigen, Dr. Conrad, natürlich bei Ihnen keine Ausnahme machen. Natürlich. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, wird niemand für den Mord an Jacob Oldfield zur Rechenschaft gezogen, oder? Inspektor Eberlein gibt sein Bestes. Aber ich fürchte, du wirst recht behalten, Marcus. Tja. Der Inspektor ist wirklich nicht zu beneiden. Jetzt hat er den Fall gelöst, kennt alle Hintergründe,
kann aber nichts beweisen, da die einzige Zeugin, die seinen Bericht bestätigen kann, vor seinen Augen erschossen wurde. Gelöst haben ja wohl eher Sie den Fall, Mr. Holmes. Können wir denn gar nichts tun? Ich tupfte mir mit der Serviette den Mund ab. Nicht, dass ich wüsste, Dr. Conrad. Die Ermittlungen um den zweiten Mord an Mrs. Oldfield werden ins Leere laufen und die ballistische Untersuchung wird, was ich erwarte, keine wirklich verwertbaren Ergebnisse liefern. Sie denken an nicht registrierte Munition? Exakt. Tja. Vermutlich ein gedungener Scharfschütze, ein Auftragskiller, der weit entfernt positioniert war. Ich hätte damit rechnen müssen. Das ist wahrhaft teuflisch, Mr. Holmes. Tja, man könnte direkt auf den Gedanken kommen, dass Professor Moriarty auferstanden ist und wieder sein Unwesen treibt. Das alles trägt ja seine Handschrift, ne? Professor Moriarty? Ah, ich erinnere mich an diesen Herrn. Du hast ja über ihn geschrieben, nicht wahr? Na, nun malen Sie den sprichwörtlichen Teufel mal nicht an die Wand, alter Freund. Holmes sah mich durchdringend an. Dann nahm er einen Schluck Tee und schaute nachdenklich durch mich hindurch. Aber Sie haben völlig recht. Es trägt die Handschrift eines verbrecherischen Genies, von welchem wir mit Sicherheit noch hören werden. Tja, meinen Sie wirklich? Oh ja. Ich bin fest davon überzeugt. Dann sollten wir den Inspektor besser warnen. Ich halte Eberlein für durchaus fähig, das selbst erkennen zu können, meine Herren. Wie Sie meinen, Holmes. Ganz wie Sie meinen. Im selben Augenblick kam die gute Mrs. Hudson herein. Sie brachte die Post, räumte wartlos den Tisch ab und entfernte sich wieder. Was ist denn mit Mrs. Hudson los, Holmes? So wartkack habe ich sie ja noch nie erlebt. Nun, ich vermute, es wird wieder Probleme mit ihrer Schwester geben. Sie wissen doch, die Schwester, die immer kränkelt und zu der sie des Öfteren fährt, um sich um sie zu kümmern. Ja, vielleicht. Und? Ist etwas Interessantes dabei, Holmes? Er nickte, legte den Stapel Briefe ab und behielt einen Umschlag in der Hand, den er intensiv in Augenschein nahm. Das will ich meinen. Dieser Brief hier kommt aus Aldershot. Aus Aldershot? Na, es wird doch sicherlich kein neuer Fall sein. War Aldershot nicht auch der Standort dieses ominösen Captains? Tja, daran hatte ich gar nicht mehr gedacht. Kein Absender. Wo hab ich... Ach, da. Dann wollen wir mal sehen. Der Meisterdetektiv öffnete den Umschlag, nahm ein zusammengelegtes Blatt heraus, welches er entfaltete und las. Währenddessen umschatteten sich seine Züge und ein sorgenvoller Ausdruck bemächtigte sich seines Gesichts. Um Himmels Willen! Holmes, was haben Sie? Hier, lesen Sie selbst. Sie würden es mir wahrscheinlich nicht glauben, wenn ich es Ihnen einfach so vorlesen würde. Ich nahm argwöhnisch den Brief, der auf einer Schreibmaschine getippt worden war. Sehr fortschrittlich. Lesen Sie ruhig laut, Watson, damit unser Freund Conrad mithören kann. Aldershot am Fest aller Heiligen 1897. Geschätzter Widersacher, der Unterzeichnende kommt nicht umhin, Sie zur Lösung des aktuellen Falles zu beglückwünschen. Wenngleich es Ihnen auch nicht möglich war, den Täter der Justiz und damit seiner gerechten Strafe zu überantworten. Es war wirklich erstaunlich, auch wenn der Verfasser dieses Briefes durchaus damit gerechnet hat, in welch kurzer Zeit Sie das Problem lösten. Aber vor allem war es ein famoses Vergnügen, Ihre Denk- und Vorgehensweise dergestalt studieren zu können. Vom Feind lernen heißt siegen lernen. Und von einem verwandten Intellekt kann man doppelt lernen. Was schließlich und endlich bedeutet, auch doppelt zu siegen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass Ihnen schließlich der einzige Zeuge entzogen werden musste und somit der entscheidende Beweis für die Richtigkeit Ihrer Ermittlungen vernichtet wurde. Aber der Unterzeichnende muss für seine eigene Sicherheit sorgen, was Sie sicher verstehen werden. Im Übrigen möchte der Verfasser dieses Briefes Ihnen mitteilen, dass es all jenen so ergeht, die sich vornehmen, sich ihm und seinen Plänen durchkreuzend in den Weg zu stellen. Sie werden letztgültig vernichtet, ausradiert, ja sogar gänzlich ausgelöscht. Und es wäre doch jammerschade, wenn ein vorzügliches Genie und ein genialer Geist wie der Ihre ebenso entsorgt werden müsste.
Der Unterzeichnende hofft also und ist zuversichtlich, dass es das letzte Mal war, dass sich seine und ihre Wege gekreuzt haben. Leben Sie wohl und grollen Sie nicht. Man kann schließlich nicht immer gewinnen. Mit vorzüglicher Hochachtung. B-B-G. Das ist ja... Und wer soll dieser BGF sein? Watson. Brutus Gordon Farrell natürlich. BGF. Dann hat Mrs. Oldfield also die Wahrheit gesagt. Zumindest in diesem einen Punkt hier. Jedenfalls steht er dem Professor oder diesem Dr. Wang in nichts nach. Er hat den Brief so abgefasst, dass kein Außenstehender etwas daraus abzuleiten vermag. Nur der Eingeweihte erkennt unmissverständlich die enthaltene deutliche Drohung. Ja. Ja, dieser Mensch ist in einem hohen Maß gefährlich, Watson. Ein würdiger Gegner. Finden Sie nicht auch? Vor allem ein neuer Gegner, Holmes. Und ich dachte, nach Moriarty wäre endlich einmal Ruhe. Holmes legte nachdenklich die Fingerspitzen aneinander. Das Böse schläft nie, Watson. Das dürften Sie doch wissen, oder? Und mir will scheinen, dass das diesjährige Halloween-Fest einen neuen Moriarty geboren hat. Einen teuflischen Gegner, der direkt aus der Hölle zu kommen scheint. Oh, mein Gott, wie pathetisch, alter Freund. Das bin ich ja von Ihnen gar nicht gewohnt. Ich hielt es für angebracht, bester Watson. Oder bringt Sie mein Pathos etwa zum Lachen? Nun ja, zum Schmunzeln vielleicht, Holmes. Da wir in dieser Angelegenheit nichts mehr tun können... Warum fahren wir nicht nach Aldershot und knöpfen uns diesen Burschen vor? Und was wollen Sie gegen ihn vorbringen, Dr. Conrad? Sie kennen doch das Militär. Fragen Sie Watson, er war ja schließlich selbst lange Zeit ein Teil davon. Wir haben, wie es im Brief steht, nur eine krude Geschichte, die wir durch nichts beweisen können. Am Ende werden wir nur wegen übler Nachrede oder Verleumdung eines Offiziers Ihrer Majestät belangt. Nein, nein. Nein. Marcus schien das nicht einsehen zu wollen, also zog er seine einzige Trumpfkarte aus dem Ärmel. Inspektor Abberline und Constable Hanks sind doch Zeugen. Auch diese beiden können ihre Aussage nicht mehr beweisen, Doktor. Es gibt kein Geständnis, keine schriftlich protokollierte Aussage, nichts Unterschriebenes. Sämtliche Zeugen, die unsere Aussage bestätigen könnten, sind tot. Es gibt faktisch also nur einen weiteren ungeklärten Mordfall, der erst einmal zu den Akten gelegt werden wird, da die Ermittlungen ins Leere laufen. Farrell braucht noch nicht einmal ein Alibi für die Tatzeit. Ach ja, Sie haben, wie immer, recht, Holmes. Leider. Es kommt der Tag, Watson. Seien Sie dessen versichert, wo wir diesem Kerl das Handwerk legen werden. Er kommt schon noch. Nur Mut. Mut? Na, Sie haben Nerven, Holmes. Sie haben Nerven. Thank you.
Sie hörten Sherlock Holmes und Dr. Watson, der Fall. Moment, Moment, Gerd. Nicht so schnell. Wir sind doch noch gar nicht fertig. Was? Wie? Nein? Ach, war ich zu früh? Das ist mir jetzt aber wirklich peinlich. Hast du denn das Bonushörspiel vergessen? Bonushörspiel? Ach ja, verdammt. Ja, hast recht. Das ist die... ja, genau, die Zugabe extra zu Halloween. Ja. Na dann los. Mach schon die entsprechende Ansage. Ja, ja, alles klar, geht schon los. Moment, ich muss ja einmal gerade swipen. Moment, also... Da, ja. Puzzle Cat Entertainment präsentiert Die Legende von Jack O'Lantern. Aus Sherlock Holmes Index, seiner privaten Sammlung spezifischer Artikel und Informationen allgemeiner Art, entdeckt und präsentiert von John H. Watson, MD. Verehrte Hörerinnen und Hörer, man gestatte mir zu den folgenden Aufzeichnungen doch einige erläuternde Bemerkungen, da es wohl recht unüblich erscheinen mag, dass ich einmal eine Geschichte zu Papier bringe, die ganz ohne Sherlock Holmes und meine Wenigkeit auszukommen vermag, dennoch aber eine Menge mit meinem Freund, dem Meisterdetektiv, zu tun hat. Wie das sein kann? Nun, wie ich bereits des Öfteren erwähnt habe, hatte Sherlock Holmes in jungen Jahren nur sehr punktuell und exzentrisch studiert. Seine Ideen waren zu außergewöhnlich, zu groß sein Enthusiasmus in gewissen Zweigen der Naturwissenschaften, dass er sich dem systematischen Studium eines Faches ganz und gar verschrieben hätte. Seine Kenntnisse in Anatomie waren solide und in Chemie sogar erstklassig. Er häufte großes Wissen in einigen wissenschaftlichen Grenzgebieten an und versetzte solchermaßen seiner Zeit seine Professoren ständig in Erstaunen. Auch in späteren Jahren war es äußerst schwierig, Sherlock Holmes ein Thema oder eine Person zu nennen, über die er sich nicht sofort ins Bild setzen konnte. Dazu nutzte, pflegte und aktualisierte er immer wieder gern seinen sogenannten Index. Dabei handelte es sich um seine ganz persönliche Enzyklopädie, eine eigens von ihm erstellte Sammlung von Artikeln und Informationen über alle möglichen Dinge, Sachthemen wie Menschen, die er über mehrere Jahre in dicken, alphabetisch geordneten Notizbüchern zusammengetragen hatte. Ein, wie ich fand, wesentlich effektiveres Recherchemittel als sein unsägliches Kriminalreliquienkabinett. Ich nutzte oft die Musestunden, in der er außer Haus war, um in diesen Klatten zu stöbern und zu lesen. Vor allem zu solchen Zeiten, wo er keinen Fall zu bearbeiten hatte. Gar manches kleine Juwel war darunter, aber auch eine Menge alltäglicher Banalitäten. Viele der oftmals aus der Zeitung ausgeschnittenen Abschnitte waren, obwohl glaubhaft belegt, doch so verrückt und unwahrscheinlich, dass es mich in den Fingern juckte, sie im Rahmen einer eigenen, kleinen, nennen wir es, Erzählung zu bearbeiten und darzustellen. Mit der vorliegenden Veröffentlichung setze ich dieses Vorhaben nun ein erstes Mal in die Tat um und hoffe, dass die im Folgenden gleichermaßen ausformulierte wie nachempfundene Legende denselben Anklang bei meinen Lesern finden wird wie die eigentlichen Fallberichte. Ich fand sie in der Gladde mit der Aufschrift J zwischen dem Erfahrungsbericht eines hebräischen Rabbiners und den Aufzeichnungen eines Stabskommandanten, der eine Monographie über Tiefseefische geschrieben hatte. Sie trug den Titel »Die Legende von Jack O'Lantern«. Diese Legende diente meinem Freund Sherlock Holmes als wichtiges Mosaiksteinchen in der Aufklärung des Falls Oldfield. Und mit diesem alleinigen Hinweis auf den auf den ersten Blick vielleicht nicht gleich nachvollziehbaren Zusammenhang zu dem großen Meisterdetektiv will ich mich auch bescheiden.
Es bleibt mir letztlich nur noch meinen Hörerinnen und Hörern viel Vergnügen mit der schaurigen Geschichte des irischen Hufschmieds Jack Oldfield zu wünschen, der dem Benehmen nach vor vielen, vielen Jahren in Blarney, County Cork, Irland, keinem Geringeren als dem leibhaftigen Teufel begegnet sein soll. Gott schütze die Königin! Baker Street 221b, London, den 31. Oktober 1895. John H. Watson, M.D. Ja! Das alte irische Volkslied klang rau und dissonant aus vielen Kehlen durch den schäbigen Pub. Jack Oldfield lächelte. Er sang zwar nicht mit, aber von seinem Tisch in der Ecke aus hämmerte er kräftig mit der Faust den Rhythmus in die Tischplatte. Es war der Abend vor Allerheiligen und hier in Blarney, im County Cork in Irland, machte man an diesem Abend traditionell so richtig einen drauf. Als das Lied beendet war, hob er den Bierkrug an die Lippen, um einen langen Zug zu tun. Doch da setzte sich jemand unaufgefordert zu ihm. Einfach so. Hallo, Jack. Der nicht mehr ganz nüchterne Hufschmied hob mit einem ungnädigen Blick langsam den Kopf und ließ überrascht den Krug sinken. Versammt's doch mal! Kann man hier noch nicht mal Wurst und Bein trinken? Der volle Tonkrug vor ihm entließ schmatzend einige Tropfen des begehrten Gerstensaftes auf die Tischplatte. Doch, kannst du, Jack. Trink nur in aller Ruhe aus. Wir haben Zeit. Ein im ganzen Dorf bekannter, trunksüchtiger Raufbold wie du geht uns gewiss nicht mehr durch die Lappen. Sie war groß und schlank, hatte feuerrote Haare, kalte, meerblaue Augen, die eigenartig verschwommen wirkten, und trug einen schwarzen Hosenanzug und weit über die Knie reichende, eng anliegende Reitstiefel. Männerkleidung? Aber das schien keinem anderen hier im Pub aufzufallen. Überhaupt nahm niemand von dieser merkwürdigen Frau Notiz. Normalerweise hätten sich doch alle sofort nach ihr umgedreht, hätten entsprechende Äußerungen vom Stapel gelassen, hätten sie mit obszönen Ausrufen angepöbelt und angemacht. Doch nichts dergleichen geschah. Seltsam. Joseph, der Wirt, wischte nur müde seine Theke ab. Auch er unternahm nichts. Sah er sie denn nicht? Wer sind sie? Was wollen Sie? Er hob den Humpen zum Mund und tat einen kräftigen Zug, wobei ihm links und rechts dünne Rinnsale aus den Mundwinkeln traten und sich ihren Weg durch seinen Bart an seinem Kinn und Hals hinab bis auf sein schmutziges Hemd bahnten. In ihren Augen blitzte es unheimlich auf und sie brachte ihr gekonnt geschminktes Gesicht nah an seines heran. Wir sind hier, um dich mitzunehmen, Jack. Und dann nahm er plötzlich einen unangenehmen Geruch wahr. Eine Melange aus Moder, Verwesung und faulen Eiern. Schwefel? Ja, es roch nach Schwefel. Mich mitzunehmen? Was soll das heißen? Das soll heißen, dass dein irdischer Weg hier und heute endet, Jack. Mein irdischer Weg endet? Wie? Oh, stell dich doch nicht immer dümmer an, als du bist, Jack. Du stirbst. Gerade im Moment. Und du kannst nichts mehr daran ändern.
Dein Leben ist aus und vorbei. Deine zugegebenermaßen hässliche äußere Hülle ist vernachlässigbar. Aber deine Seele gehört uns. Sie warf ihren Kopf in den Nacken, sodass die prächtige feuerrote Mähne ihr wild um den Kopf wallte und sich kleine Flammen in ihren Pupillen spiegelten. Also, bist du der... Ja, genau der, Jack. Oder die? Weißt du was? Du kannst es dir aussuchen. Und sie anderen? Können uns weder sehen noch hören. Das ist allein dein Privileg, Jack. Fahr zur Hölle. Das werden wir, ganz bestimmt sogar. Aber nicht ohne dich. Jack hob erneut den Krug an den Mund, musste aber feststellen, dass er leer war. Missmutig knallte er ihn auf den Tisch. Dann brachte er sich in Positur, ordnete seine schäbige, dreckige Kleidung und blickte der Frau ausdruckslos in die kalten, meerblauen Augen. Nun gut. Wenn das hier das Ende ist, Süße, dann will ich aber noch einen ordentlichen letzten Drink. Und ich will ihn mit dir. Denn ich will behaupten können, mit dem Teufel gesoffen zu haben, klar? Oh, dagegen haben wir nichts, Jack. Bestell uns ruhig zwei Gläser. Aber nur vom besten irischen Whisky darf es sein. Natürlich. Alles andere wäre doch unter deiner und unserer Würde, Jack. Gut. Hey, Joseph! Noch zwei von deinem Allerbesten! Der Wirt blickte verächtlich in seine Richtung, hob den Arm und rieb deutlich wahrnehmbar den Daumen und den Zeigefinger aneinander. Jack stierte daraufhin die verführerisch schöne Besucherin an. Hast du Geld für den Whisky? Denn die letzte Runde zahlst du, Süße. Natürlich haben wir Geld. Wir sind die Fürsten der Hölle, Jack. Wir haben das Geld erfunden. Im gleichen Moment verschwommen die Konturen der Rothaarigen. Sie löste sich auf. Und im selben Moment fiel ein Geldstück klimpernd vor Jack auf den Tisch und rollte scheppernd und trudelnd aus. Er nahm das Geldstück überrascht mit der zittrigen Linken auf und griff gleichzeitig mit der Rechten nach seiner Geldbörse. Dann schob er das Geldstück zwischen die Zähne und prüfte es durch einen kräftigen Biss. Befriedigt hielt er es danach vor sein Gesicht und musterte die Prägung. Eine Heckmünze. Ja, das muss eine Heckmünze sein. Dann öffnete er mit einem schnellen Griff seine Börse und warf den Teufelstaler hinein. Darin wirst du sicher verwahrt sein. Da erwachte die Geldbörse zu einem unheimlichen Eigenleben. Sie zitterte und wackelte, zog sich zusammen und dehnte sich aus und ein böses, wütendes Zischen entfuhr ihr. Lass uns raus! Lass uns sofort heraus, du Mistkerl! Wieso sollte ich? Weil wir es dir befehlen, Schweinepriester! Du hast mir gar nichts zu befehlen, Süße. Stingy Jack war schlauer als du. Er war schlauer als der Teufel und hat dich besiegt. Du bist geschlagen. Das silberne Kreuz in meiner Geldbörse ist eine mächtige Kette, an die ich dich gelegt habe, nicht wahr? Die Geldbörse beruhigte sich. Du bist wirklich ein Mann. So ganz nach unserem Geschmack. Das Böse ist ungeheuer stark in dir. Du wirst eine Bereicherung für uns sein. Also gut. Was willst du? Was ich will? Leben will ich! Weiter feiern und weiter saufen und weiter alles tun können, wonach mir der Kopf steht! Wir werden dir dieses Leben zur Hölle machen, wenn du uns nicht augenblicklich hier rauslässt. Damit du mich dann in eben diese Hölle mitnehmen kannst.
Nein. Ich will leben. Du bist noch nicht der Mann, den Teufel festzuhalten. Wie du siehst, bin ich es scheinbar doch. Noch einmal. Ich will leben. Also gut. Wir bieten dir 5 weitere Jahre an, in denen wir dich in Ruhe lassen werden. 5 weitere Jahre, Jack. 5? Das ist viel zu wenig. Sagen wir 15. 10. Das ist unser letztes Angebot. Treib es nicht auf die Spitze. Jack überlegte. In 10 Jahren konnte viel geschehen. Er hatte Zeit, sich einen Plan zurechtzulegen, den er ausführen konnte, wenn er in 10 Jahren wieder von dieser Höllenbraut heimgesucht werden würde. Also gut. 10 Jahre. Dann öffnete er die Geldbörse, holte die Heckmünze heraus und warf sie auf den Tisch. Da verwandelte sich das Geldstück in Sekundenbruchteilen wieder in die Gestalt der Rothaarigen zurück, die ihn mit funkelnden und blitzenden Augen ansah. Gilt der Handel? Soweit die Löwen mit den Mäusen Handel treiben. Ja, er gilt. Gut. 10 Jahre, Jack. 10 Jahre hast du noch. Nutze sie gut. Dann sehen wir uns wieder. Deine Seele gehört uns. Vergiss das nicht. Deine Seele gehört uns. Vergiss das nicht. Vergiss das nicht. Von jetzt auf gleich war die geheimnisvolle Frau verschwunden. Nichts deutete mehr darauf hin, dass sie überhaupt da gewesen war. Was ist jetzt mit dem Whisky, Joseph? He counted out his money and it made a pretty penny. I put it in my pocket to take home to darling Jenny. She signs for she loves me and never would deceive me. But don't take that woman for the lady whose life so easy. That's the ring of the into my chamber, oh, for to take a slumber, to dream of golden girls, and of course it was no wonder. Me Jenny took me charges and filled them up with water, called on Colonel Farrell to get ready for the slaughter. Nusheringdarumdara. Wake for the daddy-o, wake for the daddy-o, there's whiskey in the jar. Jack Oldfield, der Hufschmied, war nie ein guter Sänger gewesen und der Alkohol, der ihm nun auf den Weg durch die Nacht nach Hause so eifrig die Zunge gelockert hatte, verbesserte seine Sangeskunst auch nicht gerade. Es war wieder einmal der Abend vor Allerheiligen. Singend, lallend und pfeifend stolperte er die Dorfstraße von Blarney hinunter, bis er hinter sich jemanden hörte, der in sein Lied mit einstimmte und es sogar fortführte. Was early in the morning, just before I rose to travel, up comes a band of footmen and likewise Captain Farrell. I first produced me pistol, for she stole away me rapier. I couldn't shoot the water, so a prisoner I was taken. Musha-rung-dum-dur-um-da. Wake for the daddy-o, wake for the daddy-o, there's whiskey in the jar. Er stutzte, blieb stehen und drehte sich um.
diese Stimme, diese scheinbar vergnügte Stimme einer Frau. Einer Frau, die er... Hallo, Jack. Da sind wir wieder, wie versprochen. Oh, jetzt sag bloß, du erinnerst dich nicht mehr an uns? Jacks Bewusstsein kehrte mit sofortiger Wirkung aus seiner whiskyseligen Verklärung in die unmittelbare Realität zurück. Du? Ja, wir. Hast du jemand anderen erwartet, Jack? Die große, schlanke Frau, die ihn wie vor vielen Jahren auch schon ohne direkten Grund belästigte, hatte sich nicht verändert. Die feuerroten Haare, die kalten, meerblauen Augen, die eigenartig verschwommen wirkten, der schwarze Hosenanzug und die weit über die Knie reichenden, eng anliegenden Reitstiefel. Das alles wirkte so frisch, glänzend und unverbraucht, als habe sie ihn erst vor einigen Minuten in Josephs Pub verlassen. Also, ist die Frist wohl um, wie? Ja, die 10 Jahre sind vorbei. Und wir müssen sagen, wir sind sehr beeindruckt, Jack. Du hast dich auch in der dir verbliebenen Zeit als echter Sohn der Hölle qualifiziert. Das gefällt uns. Ach, tatsächlich? Ja, selten einen solchen Hurenbock und skrupellosen Verbrecher wie dich erlebt. Du bist so herrlich böse. Na, wenn du es sagst, Süße. Natürlich. Das ist unser Urteil. Also, wollen wir? Wollen wir? Was? Dummerchen, das weißt du ganz genau. Deine Zeit ist abgelaufen. Ein für allemal. Die Hölle erwartet dich, Jack Oldfield. Der Hufschmied bewegte sich nicht. Er starrte die Erscheinung vor ihm aus glasigen Augen an. Die Rothaarige machte einen Schritt auf ihn zu und griff nach ihm. Immer langsam, schöne Frau, immer langsam. Willst du etwa wieder handeln, Jack? Was ist es diesmal? Willst du wieder einen Drink, den ich bezahlen soll? Das schlagt dir aus dem Kopf, denn der letzte war eindeutig zu teuer. Nein, nicht doch, nicht doch. Aber habe ich denn kein Recht auf eine Henkersmahlzeit? Eine Henkersmahlzeit? Aber gerne. Was darf es sein? Ein Roast Beef? Etwas Mousse au Chocolat? Nein, nein. Ich möchte lediglich einen Apfel. Einen Apfel? Ja, das ist in der Tat passend. Siehst du den Apfelbaum? Er trägt noch ein paar Früchte. Hol mir einen. Ich kann in meinem Zustand nicht mehr klettern. Jack streckte den Arm aus und deutete über die linke Schulter der Erscheinung. Die Rothaarige warf kurz einen Blick auf den Baum und schmunzelte. Warum nicht? Wir wollen Spaß und dein letzter Wunsch verspricht viel Spaß, wenn man mal von unserer Affinität zu dieser besonderen Frucht absieht. Aber Jack, falscher, geiziger, versoffener Jack, wenn da ein Arg im Spiel ist, so werde ich dich augenblicklich zerquetschen. Hast du mich verstanden? Arg? Welcher Arg könnte in einem Apfel liegen? Das weißt du ganz genau. Ein Apfelbaum hat uns schon einmal in eine Riesenbredouille gebracht. Aber das war nicht dieser Baum, oder? Nein, der war es nicht. Also gut, komm. Jack schlürfte langsam hinter der Teuflischen her, die sich kaum, dass sie den Baum erreicht hatten, mühelos auf die Äste schwang und schlangengleich am Stamm hinaufglitt. Der Hufschmied reagierte augenblicklich. Er zückte sein Messer und schnitzte, schneller als man es ihm in seinem angetrunkenen Zustand zugetraut hätte, ein Kreuz in die Rinde.
Dann trat er zurück und sogleich traf ihn ein Apfel hart am Kopf. Du verdammter Bastard! Was hast du getan? Jack rieb sich die getroffene Stelle. Dann bückte er sich, hob den Apfel vom Boden auf und biss kräftig hinein. Sagen wir so. Ich habe nur eine Situation herbeigeführt, auf deren Basis wir neu verhandeln können. Mein Schicksal neu verhandeln können. Verstehst du, Süße? Ich will nämlich immer noch nicht in die Hölle. Ich will weiterleben und weiter die Freuden des irdischen Daseins genießen. Willst du weitere 10 Jahre? Na gut, darüber können wir reden. Nein, Süße, nein. Ich habe dich jetzt 2-mal besiegt. Ich würde es sicher auch noch ein 3. Mal schaffen. Prahler! Aber ich will nie wieder in diese Situation kommen. Verstehst du mich? Ich will dir nie wieder begegnen. So verführerisch du auch aussehen magst. Und so geil du mich auch machst. Das heißt? Ich will, dass du mich ein für alle Mal in Ruhe lässt. Sagen wir, bis in alle Ewigkeit. Du verlangst also von uns, dass wir auf eine Seele wie die deine einfach so verzichten? Du hast es erfasst, Süße. Genau das. Und wenn wir nicht darauf eingehen? Du, dann hast du ein Problem. Dann versauerst du eben auf diesem Baum bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Es ist deine Entscheidung. Mir ist es gleich. Es wurde für einen kurzen Moment still. Nur der Wind, der durch die Nacht strich, brach sich in der Kleidung des Hufschmieds. Also gut, lass uns frei! Ich schwöre es. Auch einen Schwur verlangst du, pedant! Ja, und versuche nicht, mich zu betrügen. Wir schwören bei den Pforten der Hölle, dass wir dich bis in alle Ewigkeit in Ruhe lassen. Und niemals mehr versuchen werden, deine Seele einzufangen. Jack nickte befriedigt. Dann zückte er wieder sein Messer und kratzte die Rinde mit dem Kreuz vom Stamm ab. Kurze Zeit später stand die Rothaarige wieder vor ihm und sah ihn ernst und ohne Spott an. Armer Topf, du hast heute dein Schicksal endgültig besiegelt. Und du weißt es noch nicht einmal. Wir können dir nur raten, dein Leben radikal zu ändern. Wieso sollte ich das tun, Süße? Du kannst mir nun nicht mehr gefährlich werden. Denk mal darüber nach, was geschieht, wenn du da oben nicht reinkommen solltest. Leb wohl, Jack. Leb wohl, du bitterböser, herrlicher Jack. Ach. Es ist ein Jammer mit dir. Die Erscheinung löste sich langsam auf, wurde durchsichtig und verschwand. Böse lächelnd machte sich der Hufschmied wieder auf den Weg nach Hause. Er hatte den Teufel besiegt, gleich 2-mal. Und mit dieser Gewissheit stimmte er eine weitere Strophe des alten Trinklieds an. They put me into jail with the judge all the right for robbing Colonel Farrell on Gilgara Mountain. But they didn't take me fists and I knocked the jailer down. Bid a farewell to this tight-fisted town. Na-sha-ring-da-rum-da-ra. Wake for the daddy-o. Wake for the daddy-o. There's whiskey in the jar. Thank you.
I'd like to find me brother, the one who's in the army. I don't know where he's stationed, with Cork or in Killarney. Together we go roaming o'er the mountains of Kilkenny. I swear you'd treat me fairer than my darling's sporting Jenny. Marshalling durum drop. Wake for the daddy-o, wake for the daddy-o, there's whiskey in the jar. An einem Abend vor Allerheiligen näherte sich der Hufschmied Jack Oldfield den Pforten der Hölle. Irgendwo im Niemandsland zwischen den Dimensionen. Hey! Lasst mich rein! Verdammt doch mal! Na, kommt schon! Lasst mich rein! Er schlug mit letzter Kraft seine Faust gegen das schwere eiserne Tor, das sich wuchtig und bedrohlich vor ihm erhob und dessen oberes Ende sich in dräuenden, schweren Gewitterwolken verlor. Durch den schwerfällig entstehenden schmalen Spalt schlugen ihm wider Erwarten keine Flammen und kein Feuer entgegen. Lediglich ein kalter, klammer Lufthauch streichelte seine Wangen, der einen dumpfen, abgestandenen Gestank nach Moder und Fäulnis mit sich führte. Aus der Dunkelheit, in der sich Schatten in unterschiedlichen Graustufen bewegten, trat eine merkwürdige Gestalt und baute sich vor ihm auf. Sie war komplett in eine schwarze Toga gehüllt und verbarg den Kopf unter einer weit in die Stirn ragenden Kapuze. Wie? Kein Feuer? Keine Flammen? Noch nicht einmal im Angesicht der Hölle konnte er sein lästerliches Schandmaul halten. Was hast du erwartet? Na, das Höllenfeuer. Oder habe ich mich etwa an der Tür geirrt? Du bist so ahnungslos. Weißt du denn nicht, dass die Hölle der am weitesten entfernte Ort von Gott ist? Hier brennt kein Feuer. Ha, ha, ha. Aber Schnee liegt ja auch keiner. Was willst du? Na, was wohl? Ich will rein. Rein? In die Hölle? Freiwillig? Naja, so ganz freiwillig wohl nicht. Aber trotzdem. Wie heißt? Jack. Jack Oldfield. Baal, wer ist das? Oh, sag es hier, Baal. Ein Jack Oldfield, Lucifer. Er bittet um Einlass. Jack? Jack Oldfield? Ist das dein Ernst? Ja. So hat er sich vorgestellt, Lucifer. Wir glauben's ja nicht. Stingy Jack ist da. Drunk Jack steht vor den Pforten der Hölle. Moment, Baal, wir kommen. Baal blieb ungerührt. Jack wippte dabei ungeduldig von einem Bein auf das andere. Endlich erschien sie neben ihrem Untergebenen. Die feuerroten Haare umgab ein eigenartiger Schimmer. Die großen, kalten Augen glommen in tiefem, klarem Sternenblau. Der schwarze Hosenanzug und die weit über die Knie reichenden, eng anliegenden Reitstiefel glänzten, als seien sie mit Fett eingerieben und gerade frisch poliert worden. Jack lächelte undeutbar. Jack. Hallo. Da hast du mich letztlich doch noch bekommen, wie? Was willst du hier, Jack? Was ich diesem Baal hier auch schon gesagt habe. Ich will rein. Wieso? Es ist kalt und dunkel. Das ist nicht wirklich der Grund. Außerdem nervt mich der Wind. Du warst oben, nicht wahr? Ja. Aber man hat mich abgewiesen. Erinnerst du dich an unser letztes Treffen?
Natürlich. Weißt du noch, was wir dir vorausgesagt haben? Du hast mir gar nichts vorausgesagt. Du hast mir nur empfohlen, mein Leben zu ändern. Was du nicht getan hast, Jack. Nein. Wieso auch? Ach, Jack. Falscher, geiziger, versoffener Jack. Und jetzt denkst du, dass du so ohne weiteres bei uns aufgenommen wirst. Du wolltest mich doch so sehr. Warst so dermaßen scharf auf mich, dass du es gleich zweimal versucht hast. Also bitte, hier bin ich. Lass uns kurz nachdenken. Nein, tut uns leid. Wie bitte? Jack fuhr zurück. Die ungesunde Blässe seiner eingefallenen Wangen verstärkte sich. Er hatte mit allem gerechnet, aber nicht mit einer Abfuhr. Wir haben bei diesen Pforten hier einen Schwur getan. Erinnerst du dich? Ja. Verdammt, ja. So sympathisch du uns auch bist, aber wir können nicht. Wir dürfen nicht. Aber wieso? Auch die Hölle hat Regeln, Jack. Daran muss sich selbst Lucifer halten. Zum ersten Mal in seinem verkommenen Dasein verlor Jack jede Selbstsicherheit. Ihm dämmerte langsam, dass er dieses Mal nicht gewinnen würde. Dass er hier am Ende allen Seins seinen Hals nicht mehr würde aus der Schlinge ziehen können. Wir sehen, du hast die Wahrheit erkannt. Leider etwas zu spät. Und was soll ich jetzt machen? Du musst dahin zurück, wo du hergekommen bist. Ich soll wieder da hinaus? In die Dunkelheit? In die Kälte? Ja. Die Augen der Rothaarigen leuchteten kalt und blau. Und trotzdem blitzte kurz so etwas wie Mitleid darin auf. Das kannst du nicht tun! Doch, das kann sie. Sie ist der Lichtträger. Richtig. Wir sind der Lichtträger. Und wir werden dir aus diesem Grund etwas mit auf den Weg geben, was dir helfen soll. Das wäre? Sie schnippte mit den Händen und Jack hielt plötzlich eine Rübe in der Hand. Das soll dir als Wegzehrung dienen. Baal wird dich zudem mit einer glühenden Kohle direkt aus dem Höllenfeuer ausstatten. Wenn du die Rübe aushöhlst und die Kohle hineinlegst, kannst du beides als Lampe nutzen, auf dass du da draußen wenigstens ein wenig Licht hast. Und so wird aus Jack Oldfield Jack O'Lantern. Jack mit der Laterne. Der verdammte Wanderer durch die ewige Dunkelheit. Nachdem Jack die Kohle erhalten und sich wie beschrieben notdürftig eine Laterne daraus gebastelt hatte, wendete er sich zum Gehen. Nach einigen Schritten drehte er sich aber kopfschüttelnd noch einmal um. Merkwürdig. Ihr seid das absolut Böse und habt trotzdem noch barmherzig an mir gehandelt. Das verstehe wer will. Wir waren einmal ein Engel, Jack. Vergiss das nie. Und mit diesen salomonischen Worten schlossen sich die Pforten der Hölle wieder. Jack O'Lantern stolperte zurück in die kalte, windige Dunkelheit der Ewigkeit. Seine lange, verzweifelte Suche nach Erlösung begann. There's some takes delight in the carriages in rolling. Some takes delight in the hurly or the bowling, but I take delight in the juice of the barley, courting pretty maids in the morning oh so early, measuring durum durum. Wake for the daddy-o. Wake for the daddy, oh, there's whiskey in the jar.
Sie hörten? Nun aber wirklich. Sherlock Holmes und Dr. Watson, der Fall Oldfield. Ein ganz spezielles Sherlock Holmes-Intermezzo aus den bisher noch unveröffentlichten Fallnotizen des Dr. John H. Watson, sowie das Bonushörspiel aus Sherlock Holmes Index, die Legende von Jack O'Lantern. Es sprachen im Haupthörspiel der Fall Oldfield Sherlock Holmes, Gerd Haas, John H. Watson, Peter Weyand, Marcus Grover Conrad, Benjamin Platt, Inspektor Frederick Eberlein, Philipp Bösand, Constable Luke Hanks, Werner Wilkening, Jennifer Oldfield, Dorothea Anzinger, Captain Brutus Gordon Farrell, Eckehard Belle, Jack Oldfield, Johannes Quester, Owen Oldfield, Thorsten Möser, Jenny Oldfield, Katja Kessler, Colonel Farrell, Barney Söhne, Kommandant Thomas Hühnerfeld. Im Bonushörspiel Die Legende von Jack O'Lantern, Erzählerin Barbara Pelke, Jack O'Lantern, Jan Abraham, Lucifer, Margit Sander-Alexowitz, Baal, André Polis, Ansage 1, Benedikt Matisik, Ansage 2, Gerd Haas, Regie, Peter Weyand, Creative Consultant, Thomas A. Herrich, Sounddesign, Mischung und Master, Gerd Haas, Musikkomponist und Interpret, Charles Herrich, Titelillustration, Eckhard Schneider, Buch, Regie und Schnitt, Peter Weyand. Das vorliegende Haupthörspiel ist durch den Inhalt des irischen Volkslieds Whiskey in the Jar, Whiskey im Krug aus dem 17. oder 18. Jahrhundert inspiriert. Der Autor blieb unbekannt. Es wird aber über eine mögliche Verbindung zu John Gays The Beggar's Opera, die Bettleroper von 1728, spekuliert. Wir haben die nach unseren Recherchen ursprünglichste Form des Liedtextes verwendet und sie in der Originalsprache belassen. Das Bonushörspiel ist eine akustische Inszenierung der Legende von Jack O'Lantern, Jack mit der Laterne, die auf ein Halloween-Brauchtum zurückgeht, welches irische Einwanderer in die USA brachten und dort ausbauten. Beide Hörspiele basieren auf den gleichnamigen Erzählungen von Peter Weyand und unterliegen dem Copyright des Autors und von Puzzle Cat Entertainment. Melodie und Liedtext von Whiskey in the Jar sind gemeinfrei. Alle in diesem Hörspiel geschilderten Handlungen und Personen sind frei erfunden. Etwaige Ähnlichkeiten mit tatsächlichen Begebenheiten oder lebenden oder verstorbenen Personen wären rein zufällig und nicht beabsichtigt. Eine Produktion von Puzzle Cat Entertainment 2021. Wir bedanken uns bei Centimedia München für die freundliche Unterstützung.